Nun ganz offiziell herzlich willkommen zu unserer 8. PAIRA-Matinee. Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Unser Thema heute, der Unrechtsstaat, ein Diskurs über die juristischen, politischen und moralischen Dimensionen des Begriffs. Warum haben wir das Thema gewählt? Ich denke, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. In den letzten Monaten hatte Thüringen eine unendlich große Aufmerksamkeit. Und nicht, weil es dort wirtschaftlich so gut geht oder weil dort so vieles passiert, sondern aus politischen Gründen. Und wenn sich die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident in Bezug auf die Wahl im Vorfeld bereits einmischen, dann müssen wir das erst recht tun, nun in dem Sinne nach der Wahl. Aber ich glaube, dieses Thema Unrechtsstaat wird uns im Grunde genommen immer erhalten bleiben, weil es ja davon doch eine ganze Reihe von Staaten gibt, die man auf jeden Fall kritisch hinterfragen sollte, was sie sind, was nicht heißt, dass man das bei Rechtsstaaten nicht machen muss. Wir alle wissen ja aktuell um das Thema der Überwachung, also wann wird ein Rechtsstaat möglicherweise auch ein Unrechtsstaat, weil er das Recht unendlich beugt. Wenn man dieses Thema vertiefen will, dann braucht man natürlich im Grunde genommen jemand, der so sein könnte wie Wolfgang Neskowitz. Aber wenn man ihn selber bekommt als Referenten, ist das natürlich besonders schön. Herr Neskowitz hat eine Bilderbuchkarriere als Jurist, wo jeder Jurist, der dieses Studium aufgenommen hat, von träumt. Aber ihm war das offenbar nicht gut genug, sondern er hat sich 2005 auch auf die Politik eingelassen, auf die Politik im Praktischen, indem er von 2005 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags war. Als Parteiloser zog er ein für die Linken, für die er 2009 erstmals auch in Cottbus ein Direktmandat erwarb. Er schied 2012 dann aus der Fraktion der Linken aus. In dieser hatte er viele wichtige Funktionen für die Linken übernommen. Aber das ist nicht nur sozusagen der eine politische Einblick in ein Parteiengeschehen, was sich für das Soziale besonders einsetzt, was einen besonderen geschichtlichen Hintergrund hat, sondern Herr Neskowitz war eben auch Mitglied der SPD und der Grünen und, das ist ein Angebot, vielleicht könnte Herr Neskowitz auch jemand sein für die Piraten. Wir wollen ja antreten 2017 unter dem Vorzeichen einer offenen Liste. Dazu müssen Sie jetzt nicht Ja und nicht Nein sagen. Aber ich dachte, es kann nie zu früh sein, ein solches Angebot zu unterbreiten. Nach der Einleitung den Schlusssatz noch. Ich glaube, wir alle wissen, was ein Rechtsstaat sein sollte, dass er uns eben bewahrt vor Willkür und Verfolgung. Aber Herr Neskowitz, ist das auch so einfach, wenn man jetzt den Begriff des Unrechtsstaats definieren wollte? Ja, also recht herzlichen Dank für die Einladung. Nun sehe ich mich doch veranlasst, etwas klarstellend zu meiner politischen Biografie zu sagen, weil die zwar zutreffend dargestellte Eigenschaft in zwei Parteien und dann, darauf würde ich dann als Jurist auch schon Wert legen, bei den Linken war ich parteilos, also ich war nachher auch der einzige Abgeordnete, der parteilos und fraktionslos war. Also man könnte sagen, ich bin eigentlich ein heimatloser Geselle, und zwar was meine parteipolitischen Heimaten anbetrifft. Und ich habe mich zweimal in meinem Leben geirrt. Ich bin 1978 in die SPD eingetreten. Damals ging es um die Nachrüstung und das war für mich ein wichtiger Punkt. Dann also auch, ich war zu dem Zeitpunkt schon Richter, auch in die aktive politische Arbeit besteigen, aber niemals mit dem Vorsatz, in die Politik richtig gehen zu wollen,
sondern aus der Überlegung heraus, das Recht, das ich als Richter vertrete, wird ja von den Politikern im Parlament gemacht und das Recht, das ich mir vorstelle, muss ich auch mit beeinflussen können. Das kann ich nicht nur dadurch beeinflussen, indem ich als Richter das Recht auslege und Gestaltungsspielräume wahrnehme, weil diese Gestaltungsspielräume Grenzen haben. Das heißt also, auch als Richter muss ich die Gesetze anwenden, die mir überhaupt nicht inhaltlich gefallen. Und aus diesem Grunde habe ich eigentlich in meinem ganzen auch richterlichen Leben, also sehr parallel, mich politisch betätigt. Und ich bin damals in die SPD eingetreten, weil das zumindest in Schleswig-Holstein, ich komme ja aus diesem Land, damals mit Jochen Steffen noch eine klassisch linke Politik war. Und zwar, was die soziale Ebene anbetrifft und auch was die rechtsstaatliche, also die freiheitliche Seite anbetrifft. Und darauf werden wir ja nachher noch kommen im Laufe meiner Darlegung, dass eigentlich das Thema Freiheit und soziale Gerechtigkeit eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille sind. Ich kann nur frei sein, wenn meine sozialen Möglichkeiten gesichert sind. Und ich kann auch nur sozial sein, wenn ich eben Freiheit habe, in sozialem Frieden und soziale Gerechtigkeit lebe. Das heißt also, der soziale Rechtsstaat, so wie er auch im Grundgesetz in Artikel 28 benannt und qualifiziert ist, das ist eigentlich im Grunde genommen mein, sagen wir mal, Gerechtigkeitsanliegen. Und dann hat die SPD aber Anfang der 90er Jahre, ich habe das ja schon gesagt, dass das für mich ein zentrales Anliegen meiner politischen Identität ist, mit den Auslandseinsätzen unter Scharping eine Linie verlassen, die also unter Willy Brandt niemals möglich gewesen wäre, nach meiner Einschätzung. Willy Brandt kommt ja aus meiner Heimatstadt in Lübeck, ich kenne ihn auch und kann also unter diesem Gesichtspunkt sagen, das war für mich ein schwerer Verrat eigentlich an inhaltlichen Idealen, die Grundlage meiner politischen Arbeit war. Das zweite war der große Lauschangriff. Ich hatte gesagt, dass das Freiheitsthema für mich genauso wichtig ist, weil es eben mit dem anderen Thema untrennbar verknüpft ist. Und es war damals die Ruinierung des Asylrechts. Diese drei Dinge haben mich damals veranlasst, die SPD zu verlassen. Und ich bin dann 1995 zu den Grünen gegangen, ganz einfach deswegen, weil bei den Grünen zu dem Zeitpunkt noch die Friedenspolitik und auch die Rechtsstaatspolitik ein wesentliches Merkmal war. Die Grünen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in Schleswig-Holstein im Landtag. Ich habe damals die Koalitionsverhandlungen im Bereich der Rechts- und Innenpolitik für die Grünen geführt. Und dann kam der Kosovo-Krieg, eine klare Verletzung des Völkerrechts. Das ist mittlerweile völlig unstreitig. Und das war dann für mich die Veranlassung, auch zusammen mit dem Grünen Kreisverband Lübeck zur fischerfreien Zone zu erklären. Das heißt, also wir haben gesagt, Fischer wird nie wieder eingeladen. Ich habe Fischer öffentlich angegriffen und auch auf dem Parteitag in Bielefeld haben wir leider eine knappe Niederlage erlitten und das hat dann dazu geführt, dass ich sämtliche Funktionen, die ich bei den Grünen habe, niedergelegt habe und dann gesagt habe, ich würde nie wieder in eine Partei antreten. Ich habe mich zweimal geirrt und man muss ja dann auch selbstkritisch sein, mit seiner Irrtumsanfälligkeit selbstkritisch umgehen und deswegen war eigentlich für mich ab diesem Zeitpunkt politische Aktivität erledigt. Ich war dann Vorsitzender der neuen Richtervereinigung, die ich Anfang der 80er Jahre mit gegründet hatte und habe mich dann im Grunde genommen auf die Rechtspolitik so als, sagen wir mal, letzte politische Aktivität zurückgezogen. Und Gregor Gysi, der mich damals, so wie heute hier auch, schon so Ende der 90er Jahre darum gebeten hatte, dann eben zu den Linken damals zur PDS zu kommen, habe ich am Korb gedacht, habe gesagt, ich habe jetzt die Nase voll, ich möchte nicht mehr mich dieser ganzen Verlogenheit möchte ich mich nicht mehr stellen. Und das, was ich an politischen Aktivitäten habe, das kann ich auch über die neue Richtervereinigung, deren Bundesvorsitzender ich war, kann ich das also auch tun. Und andere Dinge interessieren mich zwar, aber ich will mich dieser Parteienlandschaft nicht mehr aussetzen. Und dann hat er mich 2005 angerufen und hat gesagt, Wolfgang, wir wollten noch immer was zusammen machen. Hast nicht Lust, in den Bundestag zu gehen? Ich war zu dem Zeitpunkt Richter am Bundesgerichtshof, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und habe mir dann gesagt, ja, jetzt hast du vielleicht nochmal eine Chance, die kriegst du nie wieder. Ich habe das nie gewollt, in den Bundestag zu gehen. Ich hätte das damals in der SPD schon machen können, auch bei den Grünen, aber ich bin mit Herz und Seele Richter. Aber da war ich 57, habe gesagt, naja, hast du auch nicht mehr so viele Jahre, also dann hast du nochmal eine Möglichkeit. Und du kannst jeden Tag zurückgehen, wenn es dir nicht gefällt. Ich hatte also die Rückfahrkarte und hätte ohne diese Rückfahrkarte das auch niemals gemacht, in den Bundestag zu gehen. Weil ich bin von meinem ganzen Wesen unabhängig und ich habe immer zu Gregor Gysi gesagt, und höre ich jetzt auch gleich mit diesem Punkt auf, für mich zählt nur die Hierarchie der Argumente und nicht die Hierarchie der Person. Ich beuge mich niemals einer Person, nur weil sie einen in Anführungszeichen höheren Rang in irgendeinem Hierarchiegefüge hat, sondern für mich zählt allein das
gute und richtige Argument. Dabei kann ich auch fehlsam sein. Aber ich kann in solchen Fragen nur mich selbst und meine Einschätzung zu einem bestimmten Thema zum Maßstab machen. Ich habe dann in diesen 8 Jahren der Fraktion der Linken in der Tat eigentlich durch Lafontaine und auch durch Gysi immer einen gewissen Schutz gehabt, immer auch eine gewisse Eigenständigkeit, auf die ich Wert gelegt habe, ich auch immer leben können. Und habe dann leider in meinem Wahlkreis im Cottbus in Brandenburg erlebt, dass die Linken, wenn sie in der Regierung sind, einfach nicht das machen, was sie vorher versprochen haben. Deswegen auch nur zum Thema Rot-Rot-Grün. Ich habe nichts davon, wenn eine Partei in die Regierung kommt und nicht mehr die Politik macht, die sie vorher versprochen hat. Macht keinen Sinn. Also das Etikett ist rot, jetzt Rot-Grün und der Inhalt ist im Grunde genommen irgendwas zwischen Schwarz und Rot. Nicht? Ein bisschen Grün, das ist es. Und das ist nicht das, was ich mir wünsche in der Politik. Und deswegen kann ich schon gleich sagen, also beim Piraten eintreten niemals, das ist vorbei. Es hat nichts mit Piraten zu tun. Nicht? Also ich habe eine große Sympathie für viele Dinge. Ich kenne ja auch Piraten, die ich persönlich sehr schätze. Und ich würde den Piraten es wünschen, dass sie existent bleiben. Aber wenn ich irgendwas nochmal machen würde, dann einfach nur mit meiner Sachkunde. Aber niemals würde ich in eine Partei mehr eintreten, weil ich also diesen Trennungsschmerz, den ich zweimal mitgemacht habe, kein drittes Mal mehr mitmachen wollte. Darf ich ganz kurz noch antworten? Also ich sehe aus den Ausführungen, eigentlich müssen wir Folgegespräche führen, nicht um Sie dann doch einzuwerben, sondern Folgegespräche über Politik, wie man sie machen sollte. Und offenbar ist ja Ihre Erfahrung, alle Parteien müssen irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, anfangen, ihr Programm zu verraten. Nur die Frage ist ja dann, was tun wir als Zivilgesellschaft, wenn wir sozusagen mit diesen Zustand, den ich eigentlich auch gut nachvollziehen kann, und Ihren Schmerz kann ich ebenso gut nachvollziehen. Was tun wir aber, wenn wir diese Gesellschaft dann doch in Ihrem Sinne, in einem moralisch einfachen und klaren Sinne betreiben wollen? Aber das machen wir vielleicht im nächsten Jahr, Ende also, Herbst. Ich bin extrem, glaube ich, das würde ich schon sagen, diskursfreudig. Natürlich würde ich mich so einer Diskussion jederzeit stellen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das zwangsläufig sein muss. Wenn es wirklich so ist, dass Parteien das machen müssten, dann würde ich hier nicht sitzen. Also es ist nur so, wir kommen sonst vom Thema ab, aber das Problem ist, wir sind alle Menschen. Und es geht darum, die Kraft zu besitzen, der Versuchung, die mit der Macht verbunden ist. Und natürlich ist das finanzieller Einfluss, man hat soziale Privilegien und so. Und das sind die Dinge, die diesen Korruptionscharakter haben. Also um das noch deutlicher zu formulieren, deswegen habe ich nachher als unabhängiger Kandidat kandidiert. Wenn wir 20 Unabhängige hätten, die wirklich unabhängig sind, auch von einer Partei, sondern die wirklich ihrem Gewissen verhelfen, so wie es eigentlich im Grundgesetz vorgesehen ist, in Artikel 38, dann hätten wir ein anderes Parlament. Und Sie erleben, dass dieses Parlament, auch der Bundestag, wirklich gut ist, auch fachlich gut ist, auch moralisch gut ist, wenn der Fraktionszwang aufgehoben worden ist. Im Grundgesetz gibt es kein einziges Wort zum Fraktionszwang. Das Gegenteil, der unabhängige Abgeordnete, der nur seinem Gewissen und keinen Weisungen unterworfen wird, das ist eigentlich das Leitbild des Grundgesetzes. Und die Praxis ist eine Pervertierung dessen, was im Grundgesetz eigentlich festgelegt ist. Das Grundgesetz wird dort eigentlich mit einer Selbstverständlichkeit desavouiert und damit werden Leuten auch die Möglichkeit gegeben, ins Parlament zu kommen, die da nichts zu suchen haben. Um das mal ganz deutlich zu formulieren, die Verwahrlosung im Anstand riecht viele Bürgerinnen und Bürger auch. Die Verwahrlosung der Kompetenz ist gemeingefährlich. Und das ist das eigentliche Problem im Deutschen Bundestag. Die Arbeit, das, was überhaupt diesen Staat noch zusammenhält, geschieht in den Ministerien. Da sitzen eigentlich die Leute, die, sagen wir mal, so immer, man macht das ja inhaltlich, dieses und jenes dann politisch kritisieren, aber die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Und es gibt im Deutschen Bundestag vielleicht 3 oder 4 Gesetze, die aus der Mitte des Bundestages kommen. Alle anderen Gesetze sind in den Ministerien geschrieben. Selbst die Gruppenanträge, wo der Fraktionszwang aufgehoben wird, wird eigentlich in den Ministerien noch mitgeschrieben. Also insoweit ist eigentlich das gesamte parlamentarische Bild, das vorhanden ist, stimmt mit dem, was eigentlich gemacht werden soll, überhaupt nicht überein. Sie haben 4 Mitarbeiter, die also Gesetze machen sollen, sich schreiben, können das gar nicht schaffen. Weil natürlich allein die Gesetzestechnik, das Handwerk so kompliziert ist, dass im Grunde genommen jeder Abgeordnete, wie in Amerika so ist, 30, 40 Mitarbeiter überhaupt haben müssen. Damit er in die Chance gesetzt wird, Waffengleichheit zu haben gegenüber der Regierung. Sodass eigentlich dieses Prinzip der Gewaltenteilung in der Praxis längst also desavouiert ist und nicht mehr existent ist. Das Ganze ist eigentlich ein riesiges Theater. Aber danke für das leidenschaftliche, für die leidenschaftliche Antwort auf meine kurze Einführung. Aber ja, Unrechtsstaat. Das ist eben so, genau, das Thema Unrechtsstaat. Also Sie haben ja schon gemerkt, also Sie haben
das Pech oder wie auch immer, das werden Sie am Ende bewerten, einen Juristen eingeladen zu haben. Und Juristen sind eben Freunde der Begrifflichkeit. Aber das hat auch eine Notwendigkeit. Wenn wir uns unterhalten, dann ist es kommunikationstechnisch immer so, dass man eigentlich aneinander vorbeiredet, wenn man nicht das nämliche Verständnis über den Inhalt eines Begriffes hat, den man verwendet. Das mag im Alltagsleben angängig sein, das führt gelegentlich zu Missverständnissen und vielleicht auch zu gewissen unangenehmen Reaktionen. Bei Juristen kann das nicht funktionieren, weil die Eigenart eigentlich des juristischen Handelns davon bestimmt ist, dass Begriffe Anknüpfungstatsachen sind für Rechtsfolgen. Also da geht es darum, wenn ein bestimmter Begriff erfüllt ist, dann hat das eine Konsequenz. Was mal so ganz einfach zu formulieren, wenn wir uns über den Begriff Sachbeschädigung unterhalten würden und ich jetzt jeden gefragt, was verstehen Sie unter Sachbeschädigung, dann würden wir, glaube ich, relativ schnell Einigkeit darüber erzielen, dass die Verletzung einer Substanz, also ich nehme das Glas hier und werfe das in den Boden, ist kaputt, das ist eine Sachbeschädigung. Aber dann, das sind die einfachen Fälle. Da kann man sagen, also Sachbeschädigung ist immer die Substanzbeschädigung eines Gegenstandes. Aber wie ist das, wenn Sie ein Rennpferd kurz vor dem Rennen, also durch bestimmte Umstände so nervös waren, dass Sie nicht mehr rennen? Die Substanz des Pferdes ist noch vorhanden, alles noch in Ordnung. Also wenn irgendwie die Sehnen durchschneiden würden, wäre das eine Sachbeschädigung. Aber ist das eine Sachbeschädigung? Und dann kommen die Juristen und sagen, naja, also gut, wir müssen den engen Begriff eigentlich erweitern, müssen sagen, ja, die Funktionsfähigkeit. So, dann hat man also schon den Begriff der Funktionsfähigkeit, schon was ganz anderes. Da haben Sie das Fahrrad und lassen die Luft raus. Sie stechen also nicht in den Reifen rein, lassen die Luft raus. Ja, Funktionsfähigkeit, in dem Moment kann man schlecht fahren. Aber man braucht nur wenige Sekunden mit der Fahrradpumpe, um es wieder aufzupumpen. Reicht das dann, um den Begriff der Sachbeschädigung anzunehmen? Schwierig. Konsequenz, wenn es Sachbeschädigung ist, Strafe. Wenn Sie sich überlegen, das sind dann die Fälle, wo Sie merken, einerseits wichtig ist es, den Begriff anzuwenden und zweitens, wie willkürlich eigentlich die Begriffe festgelegt werden. Junge Menschen, Beispiel, streiten darüber, wie kann ich eigentlich meine Umgebung auf das Baumsterben aufmerksam machen. So, und die überlegen dann, naja, also im Erdinger Park in München, da malen wir weiße Kreuze, um das Sterben der Bäume zu symbolisieren, mit Kalkfarbe an Bäume. So, die Kalkfarbe wäscht sich ab, die Substanz ist nicht verletzt, ist das eine Sachbeschädigung? Ich würde sagen, nein. Kollegen dort vom Landgericht München haben gesagt, doch, das ist eine, weil, darauf muss man kommen, das gehört auch zu den Eigenarten von Juristen, dass sie eben schaffen, irgendwie was zu begründen, sagen, naja, also die Leute gehen ja in den Park und wollen sich erholen, die wollen Ruhe haben, die wollen nicht erschreckt werden, die wollen eigentlich auf solche Dinge nicht aufmerksam machen. Also da wird praktisch in einem solchen Kontext der Erdinger Park als Oase der Erholung dargestellt, die also dazu dienen soll, sich nicht erschrecken zu dürfen und gar nicht auf solche Umstände hingewiesen zu werden. Insofern ist die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und Sie werden erstaunt sein, das ist dann auf einmal eine Sachbeschädigung. Und das muss man also wissen, wenn man mit Begriffen umgeht. Und wenn wir hier heute diskutieren und wir wollen, das heißt, es soll ein Diskurs sein, ich nehme das alles sehr ernst, was mir als Auftrag hier aufgegeben worden ist, dann bedeutet das, dass ich Ihnen jetzt versuche, eigentlich Anknüpfungstatsachen für eine Diskussion, für einen Diskurs zu liefern. Also ich erhebe nicht mit meinem Referat hier den Anspruch, Ihnen also sozusagen eine perfekte, wissenschaftlich abgesicherte Sichtweise zu liefern, sondern ich liefere Ihnen eigentlich Anknüpfungstatsachen, die Ihnen die Möglichkeit eröffnen, zu diskutieren. Das ist ein großer Luxus. Der arme Lafontaine hat in der letzten Woche, als er bei Margaret Illner war, hat er in feindlicher Umgebung gesessen. Und alle haben gesagt, Unrechtsstaat. Und er hat überhaupt keine Chance, die ich jetzt habe, die ich auch nutzen werde, einfach mal darzulegen, was das für ein flatterhafter Begriff ist. Und wenn wir mit Begriffen umgehen wollen, und insbesondere wenn es rechtliche Konsequenzen haben muss, dann werde ich das Ergebnis nämlich vorweg, ist der Begriff Unrechtsstaat völlig untauglich. Er ist für eine juristische Subsumption untauglich, also man kann den juristisch nicht subsumieren, weil es dafür keinen klaren Begriffsinhalt gibt, bei dem Einigkeit besteht. Sowohl unter den Juristen, das ist immer noch ein Unterschied, ob die Bevölkerung einen Begriff definiert oder ob wir einen definieren. Nicht? Also das werde ich auch nachher im Einzelnen darstellen. Und wer sich jetzt in diese Diskussion bewegt und wer versuchen will, Anknüpfungstatsachen für eine Diskussion, einen Diskurs zu schaffen, der muss natürlich, wenn er das also jetzt auch möglichst umfassend versucht darzustellen,
wirklich sehen, was ist auf deutschem Boden geschehen. Natürlich ist die Unrechtsdiskussion eines Unrechtsstaatssystems nicht zu lösen von der deutschen Geschichte, sprich also auch von der Geschichte des Dritten Reiches. Und ich will im Einzelnen dann darlegen, wie dieser Begriff Unrechtsstaat in welchem Kontext jeweils verwandt worden ist. Zunächst setzt das voraus, dass man Begriffe, die in der Nähe des Unrechtsstaates liegen, auch überhaupt versucht erstmal zu definieren. Und ich fange natürlich an mit dem Begriff des Rechtsstaats. Man könnte natürlich sagen, also wenn etwas kein Rechtsstaat ist, dann ist es ein Unrechtsstaat. Das ist ja etwas, was häufig so, wenn man Artikel oder Beiträge in der veröffentlichten Meinung liest, geschieht. Ich werde darlegen, dass das schon aus logischen Gründen also höchst zweifelhaft ist und werde dann auch versuchen darzulegen, dass der Begriff Rechtsstaat eindeutig definiert ist und dass er uns auch dann eine Zuordnung erlaubt, ob die DDR ein Rechtsstaat war, ob das Dritte Reich ein Rechtsstaat war, da gibt es ganz erstaunliche Einschätzungen. Und werde dann versuchen, wenn die Gleichung nicht Rechtsstaat gleich Unrechtsstaat falsch ist, was ist dann eigentlich ein Unrechtsstaat? Und natürlich werde ich dann auch den Begriff Diktatur in diesem Zusammenhang verwenden, weil Christian Bomarius, allen ja hier hoffentlich bekannt in der Berliner Zeitung, ein, wie ich finde, ein grandioser Journalist, der auch ein hervorragender Jurist ist, in einem, das ist halt seine Art, in einem Artikel in der Berliner Zeitung geschrieben, Herr Gysi, Sie haben recht, die DDR war eine Diktatur und kein Unrechtsstaat. Also, weil Diktatur ist viel schlimmer als Unrechtsstaat, so seine Auffassung. Also das wird Sie alles jetzt erwarten und ich fange dann also ganz banal an, Rechtsstaat, was ist überhaupt Recht? Und wenn das jetzt so ein bisschen wie Volkshochschule klingt, lassen Sie sich nicht irritieren, das ist mein didaktisches Konzept. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier alles Juristen vor mir habe, dann würde ich das ein wenig anders darstellen. Dann verzeihen Sie mir oder sehen Sie mir nach, wenn ich versuche, das also aus meiner Sicht so gründlich wie möglich zu machen. Also was für eine Funktion hat eigentlich das Recht? Das Recht bietet Regeln an. Und unser Zusammenleben wird durch Regeln bestimmt. Also Robinson Crusoe brauchte keine Regeln, solange er allein war. Als Freitag kam, waren sie zwei, da mussten sie sich irgendwie einigen, nach welchen Regeln wollen wir beide hier eigentlich leben. Und unser Leben wird nicht nur bestimmt durch die Rechtsordnung, sondern es gibt eigentlich neben der Rechtsordnung die Moralordnung und auch die Sittenordnung. Bei der Rechtsordnung ist es so, das unterscheidet sie qualitativ von den anderen beiden Ordnungen, die unser Verhalten bestimmen und ausrichten, dass die Rechtsordnung verbindliche Regeln festhält. Verbindlich, das ist das ganze Wichtige. Bei der Sittenordnung, das sind alles so Verhaltensregeln, Umgangsregeln, die kann man so oder so machen. Allen Regeln ist, also es ist praktisch inhärent, dass die darauf ausgerichtet sind, dass bei einer Regelverletzung das Folgen hat, Konsequenzen hat. Bei Rechtsverletzungen ist es im Regelfall so, dass es dann entweder eine Schadensersatzforderung ist oder dass man etwas unterlassen muss oder dass man eine Strafe oder eine Ordnungswidrigkeit hat. Das heißt, es hat im Regelfall immer Konsequenzen. Ausnahmen, aber im Regelfall haben Rechtsverletzungen Konsequenzen. Das dient dazu, die Verbindlichkeit dieser Regeln sicherzustellen. Bei der Sittenordnung ist es nicht so, dass das Recht praktisch über die Gerichte sanktioniert, sondern die Gesellschaft durch Nichtachtung, Missachtung. Also wenn jemand sich an bestimmte Regeln nicht hält und wird nicht mehr gegrüßt oder wird aus der Gruppe ausgeschlossen, auch das kann manchmal viel schlimmer sein als eine Reaktion des Rechts in der Form also einer Geldstrafe oder Geldbuße. Bei der Moralordnung, und das ist ein Begriff, den wir nachher hier noch in dem Kontext gebrauchen, bei der Moralordnung ist es so, dass es dort darum geht, an den Kategorien von Gut und Böse eigene, individuelle Wertmaßstäbe zu entwickeln, die also Richtlinie des eigenen, ganz persönlichen Handelns sind. Und die Sanktionen, die in diesem Bereich erfolgt, sind die Gewissensbisse. Also das eigene Gewissen, das hätte ich nicht machen dürfen. Dort gibt es keine gesellschaftliche Reaktion, sondern da gibt es eine höchst individuelle Reaktion, dass man das dort nicht machen will. Und deswegen ist, wenn ich den Begriff Rechtsstaat definiere, geht es dort im Kern weder um die Moralordnung noch um die Sittenordnung, sondern da geht es darum, um die Herrschaft des Rechts, also um die Durchsetzung der Verbindlichkeit des Rechts, dass das, was Recht ist, auch eingehalten wird. Nun gibt es im Regelfall, sagen wir mal, in unserem Kulturteil nur geschriebenes Recht.
also Recht, das im Parlament verabschiedet ist und Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Es gibt aber auch Naturrecht. Naturrecht ist im Grunde genommen, sind die Menschenrechte. Also es ist ein Recht, das jetzt auch in der Hierarchie von Rechtsnormen darüber steht, eine höhere Geltungskraft hat. Und unser Grundgesetz hat das also auch in der Form niedergelegt, dass wir Grundrechte haben. Und die Grundrechte sind eigentlich institutionalisiertes Misstrauen gegen einen unvernünftigen Staat. Das heißt also, das ist eigentlich vor dem Hintergrund der Vorratsdatenspeicherung ganz spannend. Das Grundgesetz geht davon aus, dass wir die Grundrechte brauchen, weil institutionell, also praktisch strukturell, der Staat derjenige ist, der über seine Staatsgewalt und auch über das Gewaltmonopol derjenige ist, der Rechte verletzen kann. Also es gibt praktisch eine Vermutung, dass die Obrigkeit unvernünftig ist. Deswegen brauchen wir diese Grundrechte. Also die Grundrechte sind eigentlich institutionalisiertes Misstrauen gegen einen unvernünftigen Staat. Und bei der Vorratsdatenspeicherung ist es genau umgekehrt. Da institutionalisiert der Staat das Misstrauen gegen seine Bürger. Weil er sagt, die könnten ja irgendwann mal straffällig werden oder irgendwann Terroristen werden und so. Und deswegen müssen wir auf Vorrat schon Daten sammeln und Grundrechtseingriffe vornehmen. Das ist eigentlich die Perversion des eigentlichen Gedankens, was Grundrechte darstellen. Und deswegen ist der Begriff Rechtsstaat in seiner geschichtlichen Herkunft, wenn man ins 17. Jahrhundert zurückgeht, England, Bill of Rights, wenn wir die Französische Revolution nehmen, eigentlich immer versuche, über die Herrschaft des Rechts die Willkür der Fürsten, des Königs und des Kaisers zu brechen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und der Rechtsstaat hat auch so eigentlich seinen geschichtlichen Ursprung, dass eben die Stände, die Bürger, auch die Plebejer, französische Revolution, dass da im Grunde genommen alle praktisch gegen den Adel und gegen den König dann eben die Revolution gemacht haben, gegen den Polizeistaat. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und deswegen ist der Begriff Rechtsstaat nicht nur damit verbunden, dass es um formelles Recht geht, sondern der Rechtsstaat ist auch aufgrund der historischen Beschaffenheit immer mit der Sicherung von Freiheitsrechten verbunden. Das heißt also, es hat dort auch eine inhaltliche Komponente. Unser Grundgesetz hat in Artikel 28 festgelegt, dass der Rechtsstaat nicht ohne weiteres Demokratie heißt und hat auch festgelegt, dass Rechtsstaat nicht ohne weiteres heißt Sozialstaat. Deswegen heißt es in Artikel 28, wir sind ein republikanischer, also praktisch für die Länder wird gesagt, also entsprechend dem Bild des Grundgesetzes, müssen die Länder republikanisch, also sozial und demokratisch. Also man hat die Adjektive genommen, um den Rechtsstaat zu definieren. Der Rechtsstaat aus sich heraus hat eben nicht den Begriff der Demokratie, hat nicht den Begriff der Republik und auch nicht den Begriff des Sozialstaats. Das muss man jetzt erstmal so schlucken. Das ist praktisch so die, sag mal, juristische Genesis und auch die heutige Darstellung. Wenn ich mal einfach Ihnen so aus einem, sag mal, juristischen Lexikon vorlesen soll, was ein Rechtsstaat ist. Unter einem Rechtsstaat ist ein Staat zu verstehen, bei dem das Handeln von Regierung und Verwaltung durch geltende Gesetze beschränkt und gelenkt wird. Dadurch soll staatlicher Willkür vorgebeugt werden. Sie merken genau dieser sehr geschichtliche Hintergrund. Für die Bürger des Staates bedeutet dies auch, dass ihnen Grundrechte gewährt und diese auch garantiert werden, jetzt ganz wichtig, unabhängigen Gerichten obliegt es zudem, die Aufgabe staatlicher Entscheidungen zu überprüfen. Und der Rechtsstaat nach dem Grundgesetz, so wie wir ihn haben, im deutschen Grundgesetz sind einige wichtige Artikel zu finden. Da haben wir zum Beispiel den Grundsatz auf rechtliches Gehör. Wenn Sie heute in einen Kommentar, in einen juristischen Kommentar zum Grundgesetz gucken, dann finden Sie in Mounts Lyrich, das ist der umfangreichste Kommentar, glaube ich, 120 Randziffern allein zum Thema Rechtsstaat. Obwohl im Grundgesetz eigentlich nur der Begriff Rechtsstaat so steht. Und es gibt dann einige Artikel, die diesen Rechtsstaat in Form von einzelnen Grundsätzen ausformen. Also ist einmal der Grundsatz auf rechtliches Gehör. Es darf keine staatliche Entscheidung ergehen, bevor der Betroffene, den also diese Entscheidung trifft, gehört worden ist. Wenn dieser Grundsatz verletzt wird, ist es ein Grund, das jeweilige Verfahren aufzuheben. Ob das ein Gerichtsverfahren ist oder auch ein Verwaltungsverfahren. Rechtliches Gehör. Ein anderer ist der gesetzliche Richter. Es darf auch jetzt zur Absicherung des Rechtsstaates, darf niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Gesetzlicher Richter heißt, vor einem Verfahren muss feststehen, welcher Richter über dieses Verfahren zu entscheiden hat. Es darf nicht so sein, dass extra für ein Verfahren die Richter ausgesucht werden.
sondern das muss abstrakt gesichert sein. Also heute, wenn Sie einen Strafprozess haben, ist die erste Rüge, die eine Verteidigung immer macht, das Gericht ist nicht richtig besetzt. Also da ist es ja so, dass dort nicht nur Berufsrichter sitzen, sondern auch Laienrichter. Und dann wird schon mal geguckt, in der Schöpfenliste, sind die überhaupt richtig gewählt. Und wenn die nicht richtig gewählt sind, dann ist die Kammer falsch besetzt. Und dann kann das Urteil keinen Bestand haben. Das ist also ein absoluter Grund, ein Verfahren aufzuheben. Dann der Vorrang von Verfassung und Gesetz. Der ist auch so im Grundgesetz enthalten, in Artikel 20 Absatz 3, dass alle Staatsgewalt an unsere Verfassung gebunden ist. Das heißt also auch die Gerichte. Wenn wir als Bundesgerichtshof eine Entscheidung machen oder wie damals das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass Ramelow beobachtet werden darf. Ich habe damals als Justiziar dafür Sorge getragen, dass wir das vom Verfassungsgericht nehmen. Wir haben dann auch gewonnen, weil eben diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mit unserer Verfassung nicht in Einklang zu bringen war. Und so werden gelegentlich auch Entscheidungen von Gerichten durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben, was natürlich die Kollegen am Bundesgerichtshof nicht so sehr freut, aber aus deren Sicht sind ja auch die Verfassungsrichter in erster Linie das höchste deutsche Laiengericht. Aber immerhin ist es so, dass in der Verfassung dieser Grundsatz festgelegt ist und was ganz wichtig ist für einen Rechtsstaat, dass wir unabhängige Gerichte haben. Also Gerichte, die dann eben auch sicherstellen, zumindest abstrakt sicherstellen sollen, dass also die Gesetze, das ist ja der Grundsatz auch der Gewaltenteilung, eben auch eingehalten werden. Ganz wichtig für den Rechtsstaat ist auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also alle staatlichen Eingriffe müssen verhältnismäßig sein. Darunter verstehen die Juristen, die müssen also erforderlich sein. Also man muss mal gucken, ist das Ziel, das man anstrebt mit einer Maßnahme, ist diese Maßnahme überhaupt erforderlich? Ist sie geeignet? Und Erforderlichkeit wird dann verstanden, dass es gibt es nicht mildere Mittel? Kann man nicht mit milderen Mitteln das gleiche Ziel erreichen? Kann man überhaupt das Ziel mit diesem Mittel erreichen? Und da gibt es so eine Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, wenn man sich das genau anguckt, schießt man da nicht mit Kanonen auf Spitzen. Das ist so praktisch auch, das ist ein Kernsatz des Rechtsstaatsprinzips. So, Sie merken, wenn ich jetzt diese Begriffe jetzt wähle und ich nehme eigentlich nur drei heraus und versuche das jetzt mal auf die ehemalige DDR zu übertragen, unabhängige Gerichte hat es dort nicht gegeben. Ich kenne niemanden, der ernsthaft, also auch Richter, die in der ehemaligen DDR Richter waren, haben in Diskussionen, die ich an meinem Wahlkreis auch geführt habe, so etwas nie in Abrede gestellt. Natürlich hat die SED letztlich nicht immer den direkten Durchgriff gehabt. Das war selbst bei den Nationalsozialisten nicht so. Also Richter sind es auch gewohnt, obwohl sie unabhängig sind, also auch zu sehen, also wo geht das hin? Nicht? Also vorauseilender Gehorsam, ein preußischer, ist schon lange her, Justizminister hat immer gesagt, die Richter können so unabhängig sein, wie sie wollen, solange wir die Personalpolitik machen. Und ich bin ja lange in diesem Geschäft tätig gewesen, auch im Richterwahlausschuss des Bundes und auch Vorsitzender im Wahlausschuss für die Verfassungsrichter und ich weiß, wovon ich rede. Aber das hat es in der ehemaligen DDR nicht gegeben. Es hat auch nicht gegeben den Grundsatz der Gewaltenteilung. Auch dieser Grundsatz hat nicht, und auch der Grundsatz von Vorrang und Verfassung des Gesetzes, auch das hat es in der Form nicht gegeben. Sodass man sagen kann und auch sagen muss, die DDR war kein Rechtsstaat. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wenn sie kein Rechtsstaat war, dann war sie also ein Unrechtsstaat. Der Philosoph Michael Brie hat in einem Artikel im Neuen Deutschland, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen, dass das also schon denklogisch nicht so ganz einfach sei, einen Nicht-Rechtsstaat als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Er sagt also, meine Katze ist kein Mensch, ist ein Nicht-Mensch, aber ist deswegen nicht ein Unmensch. Und wenn man sich also dieses einfache Bild überlegt, da wird einem klar, naja, also so einfach ist es nicht mit den Begriffen. Und jetzt wird es schwierig. Dieser Begriff Rechtsstaat, der hat so seine Ausformung erfahren. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, die ersten, die überhaupt so diesen Begriff Rechtsstaat gebildet haben, die haben damals gesagt, also mit Gewaltenteilung gar nichts. Also die Monarchie ist eigentlich der richtige Bereich für einen Rechtsstaat im 19. Jahrhundert. Und der Gegensatz vom Rechtsstaat ist der Volksstaat, also die Demokratie. Also man sieht selbst auch unser Grundgesetz, ich habe das einleitend gesagt, in Artikel 28 geht davon aus, dass also der Rechtsstaat
mit Adjektiv zugefügt wird, ein demokratischer Rechtsstaat. Also so wie auch wir den Begriff kennen, demokratischer Sozialismus. Also auch da, der Begriff Sozialismus heißt nicht ohne weiteres, dass er mit Demokratie verbunden ist, sondern man braucht erst diese Zufügung, damit dann eben das Ganze auch eine andere Richtung kriegt. Eine Frau ist auch nicht automatisch schön. Man muss schon sagen, es ist eine schöne Frau. Also wir brauchen also diese Adjektiva, um dann eben einen anderen Begriffsinhalt mit diesem Begriff zu verbinden. Also ist jetzt die DDR, dadurch, dass sie ein Nicht-Rechtsstaat ist, ist sie damit ein Unrechtsstaat. Und wenn ich Ihnen mal so referieren soll, also wer alles sich mit dem Begriff beschäftigt hat und da auch mal eine Geschichte zurückgeht, der Begriff Unrechtsstaat, müsste man ja meinen, ist zunächst verwandt worden nach dem Kriege. Also ich glaube, so spontan würde jeder sagen, also das NS-Regime war ein Unrechtsstaat. Sie werden erstaunt sein, dass sich der Bundesgerichtshof mit äußerster Vehemenz in den 50er Jahren gegen die Verwendung dieses Begriffes gewandt hat. Der Professor Dr. Ingo Müller, der dieses Buch über die furchtbaren Juristen geschrieben hat, hat jetzt zum 9.11. bei LTO, das ist eine Online-Zeitschrift Legal Tribune, also praktisch vom Spiegel, einen Beitrag auch geschrieben zu diesem Thema Unrechtsstaat, würde ich jedem empfehlen, also LTO, mal nachzulesen. Der hat das alles wunderbar, wie ich finde, zusammengefasst und hat darauf hingewiesen, dass in 50er Jahren ein heftiger Streit bestand zwischen den Richtern des Bundesgerichtshofes und dort zwar sogar der große Zivilsenat, also da muss man sagen, das ist also der Senat des Bundesgerichtshofs, der extra einberufen wird, wenn es unter den Senaten Streit gibt und der dann entscheidet für alle Senate des Bundesgerichtshofs, wie eine bestimmte Rechtsfrage zu entscheiden hat. Und die hatten damals über die Frage zu entscheiden, ob das Berufsbeamtentum untergegangen ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, weil eigentlich das Berufsbeamtentum eigentlich entartet ist, gleichgeschaltet worden ist durch die Maßnahmen, die Nationalsozialisten durchgeführt haben. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, mitnichten ist das der Fall. Wenn darauf nachher Wert gelegt wird, kann ich das mal vorbringen, also mit welcher Sprache, wie verquast man den Versuch unternommen hat, einfach zu negieren. Wir haben gesagt, das Berufsbeamtentum hat eigentlich seine Aufgabe, staatsneutral tätig zu sein, im Grunde genommen gewahrt. Es gab so, sagen wir, einige ausufernde Fehlleistungen, aber es wäre ja unerhört, diejenigen, die eigentlich diesen Staat versucht haben, weiter im Sinne eines Rechtsstaats zu tragen, jetzt praktisch, die terrorisiert worden sind, jetzt eigentlich zu bestrafen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in einer zweiten Entscheidung den ordentlich die Leviten gelesen, hat dann wirklich gesagt, also das sei eigentlich unerträglich. Praktisch das, was wir als typisch nationalsozialistisches Unrecht ansehen, nur als Zierat zu betrachten. Aber es ist schon erstaunlich, sich vorzustellen, dass also unter der Ägide des Grundgesetzes es in den 50er Jahren so gewesen ist, der Bundesgerichtshof eigentlich die grundsätzliche Position eingenommen habe, über die Rechtsfigur des Berufsbeamtentums zu meinen, dass das Dritte Reich ein Unrechtsstaat gewesen sei. Die ehemalige DDR hat in den 50er Jahren die extreme Kommunistenverfolgung in der Bundesrepublik zum Anlass genommen, die Bundesrepublik als Unrechtsstaat zu denunzieren. Zu sagen, also ihr seid eigentlich ein Unrechtsstaat, weil in der Tat es damals groteske Entscheidungen gegeben hat, Führerschein, Adoption und so, war eigentlich für Kommunisten, weil die charakterlich unerträglich waren, nicht angängig. Als Kommunist konnte man kein Kind adoptieren, weil man dafür untergekommen. Wenn man sich die Rechtsprechung, der Ingo Müller hat das in seinem Buch im Einzelnen dargelegt und auch der ehemalige Justizminister von Nordrhein-Westfalen, der Posse, hat das also auch beeindruckend geschrieben. Also ich weiß, als ich so Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre solche Bücher in die Hand bekommen, also dieses von dem Posser, war ich total erschrocken. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass in der Bundesrepublik Deutschland so etwas geschehen war. Aber wenn man dann nachher das Buch von Ingo Müller gelesen hatte und gesehen hatte, wie viele NS-Juristen dann praktisch die deutsche Justiz praktisch aufgebaut haben, die Grundlage war, dann wird das verständlich und das Bundesverfassungsgericht war ihm weitgehend freigehalten worden, also von solchen Juristen. Und, aber diese anderen Juristen haben ihn Eingang gefunden und haben diese Diskussion bestimmt. Und in der Zeit des Kalten Krieges, das ist auch in der McCarthy-Ära in Amerika genauso gewesen, das waren eben finstere Zeiten. Also das kann man sich aus heutiger Sicht
kaum vorstellen, weil ja das Grundgesetz sich nicht verändert hat. Also das galt damals auch. Aber Sie sehen, welche Ausformung das Grundgesetz erfährt, hängt eben von den Juristen ab, im Grunde genommen, wie sie die Begriffe interpretieren und wie sie mit den Begriffen umgehen und wie sie die Begriffe auch definieren oder eben verändern. Also allein das macht schon furchtsam, wenn man das so nimmt und sagt, also kann man ernsthaft also die DDR vergleichen mit dem, was im Dritten Reich gewesen ist. Nicht? Also wir haben einen furchtbaren Weltkrieg gehabt, wir haben eine Vernichtung von Juden gehabt von über 4 Millionen, fabrikationsmäßig. Wir haben also einen unglaublichen Terror gehabt. Das war auch eine Blutjustiz, die wir damals hatten. Es gibt genügend Untersuchungen, die belegen, dass eigentlich das, was dort die Juristen gemacht haben, noch viel schlimmer war als das, was eigentlich durch die NS-Gesetze vorgegeben war, dass die also eine wirkliche Verböserung der ohnehin also unerträglichen Gesetze, die damals also Rassenschande-Gesetze und was es dort alles so an entsprechenden rechtlichen Regelungen gab, die die NS-Juristen, also die wirklichen NS-Juristen gemacht hatten, dass das aber durch die Normaljustiz nochmal deutlich gesteigert wurde. Also es wird einem vor diesem geschichtlichen Hintergrund schon schwer, dann einfach so zu sagen, also praktisch, das war kein Unrechtsstaat, aber die DDR war ein Unrechtsstaat. Das ist eigentlich vor diesem Hintergrund überhaupt nicht zu sagen. Dazu muss man jetzt gar nicht in die Begriffe einsehen. Das leuchtet eigentlich jedermann ein, dass man dies nicht so machen kann. Es war eigentlich, und damit entkleidet sich auch schon so ein bisschen der Sinn und Zweck des Begriffes Unrechtsstaat. Es ging nicht darum, wie ich das eingangs dargelegt habe, für eine juristische Konsequenz einen Begriff klar zu definieren, sondern es ging natürlich darum, Politik zu machen. Also im Grunde genommen die Gehirne zu besetzen und über die Gehirne Assoziationen zu erwecken, die eigentlich den anderen diffamieren sollen, politisch diffamieren sollen. Das wird eigentlich schon vor diesem Hintergrund offenkundig. Und wenn man sich das auch im Einzelnen weiter anguckt, es hat natürlich dann nachher eine Revision gegeben durch den Bundesgerichtshof, der dann auch Mitte der 90er Jahre gesagt hat, die DDR war kein Unrechtsstaat, sondern im Kern sogar die DDR-Strafjustiz, als es um die Mauerschützenprozesse ging und als es natürlich auch um die Frage ging, werden DDR-Richter der Rechtsbeugung eben angeklagt und auch verurteilt. Solche Urteile hat es ganz vereinzelt gegeben, auch bei den Mauerschützenprozessen hat es aber viele Freisprüche gegeben, weil man im Prinzip auch das als Recht anerkannt hat, im Kern eigentlich als Recht angesehen hat und nur zum Beispiel bei Mauerschützenprozessen die gezielte Tötung, nicht das Schießen, sondern die gezielte Tötung, dann als Verstoß angesehen hat. Und da muss man auch Gustav Radbruch dankbar sein, weil es eben auch Anfang der 50er Jahre dann auch natürlich Juristen gegeben haben, die sich also gegen diese Perversion des Rechtsstaatsbegriffes durch den Bundesgerichtshof verwandt haben, auf der Grundlage, wie das Bundesverfassungsgericht auch getan hat. Und Gustav Radbruch war früher Reichsjustizminister in der Weimarer Republik Anfang der 20er Jahre. Alle Juristen kennen ihn eigentlich, weil er ein großartiger Denker war, ein Rechtsphilosoph, der unser Denken stark, auch mein Denken beeinflusst hat. Und Gustav Radbruch hat damals die Radbruchsche Formel geprägt, indem er gesagt hat, also ein Unrechtsstaat ist ein Unrechtsstaat, der auf ein Unrecht aus ist, also der praktisch das Unrecht zum Ziel hat. Die Diktatur, da geht es nur darum, dass Unrecht oder auch Recht gebrochen wird, Unrecht begangen wird, um eben an der Führung zu bleiben, also die Macht zu erhalten. Aber in einem Unrechtsstaat ist es so, dass es ein mörderisches Ziel hat, der Unrechtsstaat. Das hat auch der Taz-Journalist Stefan Reinicke, wie ich finde, in einem sehr guten Artikel auch nochmal dargelegt. Und das kann man von der DDR einfach nicht sagen. Das kann man vom Dritten Reich sagen, aber das kann man auch nicht von der DDR sagen. Und deswegen gibt es auch genügend Juristen, die auch es leugnen, dass eben die alle, wie ich auch, sagen würden, es gibt die waren kein Rechtsstaat, aber sie sind auch in diesem Sinne kein Unrechtsstaat, weil eigentlich die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen, ist eine Relativierung des Unrechtsstaats Drittes Reich. Das ist eine Verharmlung und das kann im Diskurs nicht hingenommen werden. Und der ehemalige General, oder der jetzt noch, er ist jetzt immer noch Generalstaatsanwalt in Brandenburg, Herr Rautenberg, auch ein Westdeutscher, hat sich auch dagegen verwahrt, der
ehemalige Justizminister aus Brandenburg, Volkmar Schönebeck, hat in einem wirklich sehr guten Aufsatz auch nochmal dargelegt, dass eigentlich auch vor diesem Hintergrund dieser Begriff nichts taugt und nicht geeignet ist, weil er eben letztlich rechtlich nicht definiert ist. Es hat den früheren Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts gegeben, also wer mal bei Wikipedia nachguckt, wird das feststellen. Bei Wikipedia wird das so als feststehende juristische Meinung dargestellt. Der hat das auch als Kampfbegriff benutzt. 1991, darauf weist Ingo Müller auch zu Recht hin, als die Ausstellung, die bei uns auch in Lübeck gelaufen ist, die ich mir auch sehr intensiv angeguckt habe, als Herr Kinkel als Außenminister die eröffnet hat, hat er eben gesagt, ja, aber in wesentlicher Hinsicht müsste man jetzt eigentlich das Unrecht der DDR und dieses Unrechtsstaates aufbauen. Das heißt also, Anfang der 90er Jahre gab es nach der Wiedervereinigung ganz früh der Versuch, diese alte Diskussion, die eigentlich abgeschlossen war, wieder aufzuleben und den Begriff Unrechtsstaat eben für die ehemalige DDR im politischen Kontext zu nutzen. Und dahinter steckte natürlich die Absicht, eigentlich letztlich den Sozialismus zu definieren und zu delegitimieren. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, auch die Sozialdemokraten nehmen heute immer noch für sich in Anspruch den demokratischen Sozialismus. Das ist das, was die Linken ja auch tun. Das heißt, die haben also dieses Element jetzt auch dazu eingebaut. Aber der Sozialismus ist auch der demokratische, der natürliche Feind des Kapitalismus ist. Und wer den Kapitalismus aufrechterhält, der braucht einen Kampfbegriff. Und der Kampfbegriff Unrechtsstaat ist ihm geeignet, weil er natürlich verbunden ist mit Unrecht, das in der DDR geschah. Also niemand kann bezweifeln, dass es Unrecht gab. Aber es gibt natürlich auch in Rechtsstaaten Unrecht. Das bestreitet auch niemand. Also ich finde, die Hartz-IV-Gesetzgebung ist Unrecht. Ich wohne direkt in der Nähe der ehemaligen Grenze der DDR. Und als ich jetzt mit meinem Hund am Strand spazieren gegangen bin, hatten da jetzt zum 25-jährigen Fall der Mauer irgendwelche Leute ein weißes Kreuz aufgestellt, direkt an dieser ehemaligen Grenze zur DDR. Und da waren Tausende von kleinen Namen eingraviert von denjenigen, 16.424, die an den Grenzen Europas gestorben sind. Also diese Mauer, die Europa eingerichtet, empfinde ich als Unrecht, auch im Sinne der Menschenrechte. Und das ist im Grunde genommen eine Frontex, ist eine vereinigte Maßnahme Europas. Auch das ist Unrecht. Und dennoch sind wir Rechtsstaaten. Also und die Gerichte sind eigentlich diejenigen und auch wir als Bevölkerung sind diejenigen, die eigentlich darüber wachen müssen, dass dieses Unrecht nicht geschieht, uns gegen dieses Unrecht wehren. Aber dafür hat man eben demokratischer Rechtsstaat, dafür hat man eben die Wahlmöglichkeiten, dann darf man nicht die Parteien wählen, die eben eine solche Politik eben tragen. Das ist unsere Form eben der Intervention und der Möglichkeiten. Also man sieht, dass dieser Begriff Unrechtsstaat eindeutig angesiedelt ist im politischen Umfeld als Kampfbegriff, der eben im Grunde genommen auch eine klare Linie verfolgt, die eben darauf ausgerichtet ist, eine andere Politik, jetzt inhaltlich, die mit dem Rechtsstaat gar nichts zu tun hat, sondern wo es eher um andere politische Maßstäbe geht, im Grunde genommen um Verteilungsmaßstäbe, die zu denunzieren. Und ich will dann auch was ganz Persönliches sagen, warum ich diesen Begriff bisher nie für die DDR verwandt habe, gar nicht aus den Gründen, die ich hier bisher genannt habe, sondern ich will dann mal vorlesen, was Herr Sellering, der Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern ist, auch ein westdeutscher Jurist, der eigentlich Folgendes gesagt hat: Es gibt im Westen immer noch zu viele Menschen, die geringschätzig auf den Osten blicken. Gegen diese Geringschätzung ziehe ich zu Felge. Die DDR als totalen Unrechtsstaat zu verdammen, indem es nicht das kleinste bisschen Gutes gab, kann ich nicht hinnehmen. Die alte Bundesrepublik hatte auch Schwächen, die DDR auch Stärken. Und dann, ich bleibe meiner Meinung, natürlich habe es in der DDR schweres Unrecht gegeben, aber es habe auch Millionen von Menschen gegeben, die weder Täter noch Opfer waren, sondern oft unter schwierigen Bedingungen viel Gutes geleistet haben. Und denn diese Leistungen verdienen Anerkennung und Respekt, sie sollten nicht abqualifiziert werden, mit einem Begriff, der keinerlei Differenzierung des Lebens in der DDR zulässt. Sehr viele Menschen in ostdeutschen Ländern empfinden diesen Begriff zu Recht als abqualifizierend. Und ich kann mich sehr gut an eine Veranstaltung, die ich hier in Berlin hatte, vor 300-400 Leuten, habe ich über das Thema Sozialstaat referiert. Und mir war schon während meines Referats aufgefallen, dass ein älterer Herr
irgendwie immer unruhig wurde. Und da ging nachher ans Saalmikrofon und sagte, naja gut, aber in Westdeutschland hat es ja auch viel Unrecht gegeben und hat dann auf diese Rechtsprechung zu den Kommunistenverfolgungen hingewiesen. Und da wusste ich, ja, jetzt kommt das Thema. So, und dann habe ich aber im Sinne jetzt auch heute meines Referats gesagt, die DDR war kein Rechtsstaat. Und die Leute waren vorher also mit dem Sozialstaat sehr zufrieden. Ich habe da auf einmal was gespürt, das genau zu dem passt, was Herr Sellnering hier eben gesagt hat. In dem Augenblick entstand im Saal Melancholie. Einfach ein Gefühl von Traurigkeit. Und da habe ich gewusst, oder da hat sich bei mir der Eindruck vermittelt, die wollen nicht abqualifiziert werden. Ich wusste aus meinem Wahlkreis, dass eigentlich der Wiedervereinigungsakt für viele Menschen in der DDR eine Demütigung war. War eigentlich unser Grundgesetz in Artikel 146 vorgesehen hat, dass im Falle der Wiedervereinigung, das war unzweifelhaft eine Wiedervereinigung, dass dann eben in einer Volksabstimmung das neue, unsere neue Verfassung, unser Grundgesetz war immer als Provisorium vorgesehen. Und das sollte ja im Moment sein, wo sich beide Teile auf Augenhöhe begegnen und eine neue Verfassung, die alle zusammengearbeitet haben, eben verfasst werden sollte. Und das, wenn ich im Westen darüber diskutiert habe, das fand ich alles völlig nebensächlich. Aber dass sie beigetreten wurden, auch im juristischen Sinne, Artikel 23, was für einen ganz anderen Sachverhalt, das haben sie als schwere Demütigung empfunden. Neben all den Demütigungen, die sie ohnehin erfahren haben. Sie mussten sich umstellen. Ich habe hier mal im Kabarett Distel gesehen, dass die dort den Versuch unternommen haben, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn die Bundesrepublik der DDR beigetreten sind. Und da haben die mal so die Bilder entwickelt, nicht, was das alles so im Einzelnen bedeutet hätte. Und ich habe das damals im Wahlkampf 2005 dann auch erlebt, also wie viele Menschen dort ihre Arbeit verloren haben. Fast alle, die ich kennengelernt habe im Wahlkampf, haben ihre Arbeit verloren. Muss ich mir mal vorstellen, wenn sämtlich alles weg ist, alle Beziehungspunkte weg, die ganzen Betriebe werden abgewickelt. Wenn man also dort, deswegen wollte ich auch im Osten kandidieren, aber ich wollte wissen, wie seid ihr eigentlich mit diesem Unrecht umgegangen, was die Treuhand gemacht hat. Und wenn man das in Verbindung sieht, dann ist das natürlich, ich will mal sagen, das Letzte, was den Menschen überhaupt an Stolz verblieben ist. Und jetzt sozusagen, das war alles Unrecht, bedeutet, und so empfinden die das. Und darauf würde ich immer Rücksicht nehmen. Deswegen würde ich diesen Begriff nie verwenden. Euer Leben war Unrecht. Also ihr habt alles falsch gemacht. Und das ist die Empfindung, so kommt es an. Und das vor dem Hintergrund, eben, ihr seid so und so die Besserwässigen und ihr seid diejenigen und ihr habt uns die Bananen gebracht und so. Also das ist etwas. Und deswegen gibt es dort also diesen Trotz. Und dann schließe ich jetzt auch damit, das ist eigentlich der Gesslerhut, den man grüßen soll. Das ist eigentlich die letzte Form der Demütigung. Und deswegen kann ich das gut verstehen, wenn die sich dagegen wehren. Da geht es gar nicht um diese juristischen Kategorien und all das, was ich gesagt habe. Es geht um eine Befindlichkeit. Und die sollte man ernst nehmen. Wir haben alle das Glück gehabt, also zumindest die meisten hier, dass wir hier geboren sind. Dafür können wir nichts. Das ist kein Verdienst, sondern das haben unsere Eltern eben so hingekriegt. Und wir leben jetzt eben dort und sind all den Anfeindungen, die Versuchungen nicht ausgesetzt gewesen. Ich habe immer wieder diejenigen erlebt, die also auf die DDR so geschimpft haben und so, die ich immer als Opportunisten erlebt habe. Und es waren häufig diejenigen, die, wenn sie dann mal in die DDR gereist sind, also sie fast in die Hosen gemacht haben, wenn da die Grenzer eben die Auto durchsucht haben. Aber die erwarteten jetzt auf einmal, dass alle ehemaligen DDR-Bürger Helden sind und Rebellen sind. Also die, deren Biografie, unser Bundespräsident ist ja das beste Beispiel. Der hat also seine Bürgerrechtlichkeit erst entdeckt, als er Bundespräsident war oder als er hier im sicheren Westen war. Und solche Leute, es gibt niemanden, ich kenne ja genügend Leute, die ihn kennen aus Rostock und so, niemand hat irgendwann gemerkt, dass er also vor 1989, Oktober, November ein Bürgerrechter war. Wird aber hier als Bürgerrechter firmiert er. Nicht? Also völlig unzutreffend. Und er reduziert im Grunde genommen sein ganzes Denken auf die Abwesenheit der ehemaligen DDR. Dass der da gelitten hat, glaube ich. Also so mit seiner bürgerlichen Kultur und seinen Ansprüchen hat er natürlich gelitten dort. Und was mich aber trotzdem stört, ist, dass er sich mit einem Etikett umgibt, das überhaupt nicht zu ihm passt. Biermann war sicherlich ein Rebell und so. Und bei all seiner Verschrobenheit kann man das eben nicht leugnen. Nicht? Und der ist getroffen. Nicht? Der ist Opfer. Natürlich hat es genügend Opfer gegeben. Aber ich will das abschließen. Ich habe deswegen auch aus diesen Gründen diesen Begriff nie verwandt. Wenn man Friedrich Schorlemmer und andere nimmt, die auch aus der DDR kommen, die das ja auch erlitten, die echte Bürgerrechtler waren,
auch die verwenden diesen Begriff nicht, weil er sagt, er schwärzt das Ganze ein und erlaubt nicht einen differenzierenden Blick auf das Leben in der DDR. Und deswegen würde ich diesen Begriff abnehmen. Ich darf für Ihre Geduld danken. Also ich habe Sie eine Stunde belastet, aber Sie haben sie ganz offensichtlich überlebt, wenn ich das sehe. Und schlafende Augen sehe ich auch nicht. Also ich freue mich auf die Diskussion. Wir hätten uns ja auch wehren können, das haben wir nicht getan, weil es einfach so spannend war, diese beiden leeren Stühle für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal da sind, stehen nicht zufällig hier, sondern sollen einladen zu Nachfragen und auch, hörte ich nochmal, als ich meine Vorbemerkung machte, keine Statements. Natürlich dürfen auch Statements abgegeben werden. Also, wer Fragen hat? Lieber Wolfgang, sehr geehrter Herr Neskowitsch, ich habe auf meinem Blog Kiko Goldmund auf Facebook habe ich eine Studie des PEN Clubs kommentiert, dass in den nächsten 40 Jahren eben halt in den Großstädten Europas bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen werden, wo sich die Französische Revolution noch eine Scheibe von abschneiden kann. Also Zustände herrschen werden, wo sich die Zustände in Paris zu Zeiten der Französischen Revolution noch eine Scheibe von abschneiden können. Ich habe das so kommentiert, dass beim nächsten Bankencrash eventuell die großen Versicherer, auch die Krankenversicherer, insolvent werden und es da eben halt dann zu sozialen Unruhen kommen wird, weil dann Kranke an Bagatellerkrankungen sterben werden und diese Kranken haben Angehörige. Diese Angehörige werden sich mitradikalisieren und dann wird es eben halt hier bürgerkriegsähnliche Zustände geben. Das ist nicht meine Vorhersage, das sagt der PEN Club. Ich habe das eben halt so kommentiert, dass diese Möglichkeit besteht, dass es eben halt auf dem Weg eines Bankencrashs mit Insolvenz der Krankenversicherer kommen wird. Sie selbst sind jetzt Rechtler für Insolvenzrecht gewesen, deshalb habe ich mir erlaubt, hier nach vorne zu kommen. Vor allen Dingen ihre Position zu Hartz IV finde ich sehr bemerkenswert. Die Piratenpartei, und deswegen bin ich Mitglied der Piratenpartei, fordert ganz existenziell ein Bürgergeld ohne Sanktionen und Gegenleistung, weil einfach die technologische Entwicklung das Freisetzen von Arbeitsplätzen zur Folge hat. Also früher war das etwas total Tolles. Man hat gesagt, genau. Die Frage ist, es geht darum, wo Sie das Recht auf Widerstand ansiedeln, ja? Und es geht darum, um Hartz IV, ja? Was kann der Hartz IV-Empfänger tun, um sich gegen die furchtbaren, die eben halt weitreichende psychische und gesundheitliche Folgen für den einzelnen Hartz IV ebenso soziale haben. Wie kann der Widerstand des Hartz IV-Empfängers aussehen? Ich kenne selbst persönlich Leute, die sagen, man müsste sich eigentlich vor dem Jobcenter selbst verbrennen. Ich will mal bei großzügiger Auslegung sagen, das gehört auch zum Thema Unrechtsstaat, weil ich ja eingangs gesagt habe, dass zumindest die Sanktionen aus meiner Sicht verfassungswidrig sind. Ich kann nur hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht das auch feststellt. Ein Kollege von mir ist jetzt dabei, einen Vorlagebeschluss zu machen. Ich habe dazu auch wissenschaftlich veröffentlicht. Ich halte das für Unrecht. Ich glaube, dass es auch politisch sinnvoll ist, wenn das juristisch nicht gelingen sollte, die Sanktionen für verfassungswidrig zu erklären, dass man dann auch ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Das glaube ich aus vielerlei Gründen. Bei uns in der Linkspartei ist ja Katja Kipping immer noch eine energische Verfechterin dieser Idee. Der Sozialstaat muss eben in der Lage sein, jetzt bedingungslos das Existenzminimum abzusichern. Ich will jetzt dazu keine Sonderdiskussion haben. Darüber könnten wir bei anderer Gelegenheit diskutieren. Ich will nur sagen, dass ich dieses System, das wir zurzeit haben, für Unrecht halte.
und habe das auch begründet, aber will ja heute auf eine nähere Begründung verzichten. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe heute gelesen, dass Deutschland in Europa diese, also ich bin kein Wirtschafter und verstehe davon leider sehr wenig, aber diesen Artikel fand ich interessant, dass Deutschland in Europa eine Wirtschaftspolitik betreibt, die quasi darauf abzielt, dass wir eben diese Überschüsse erwirtschaften über den Export und andere europäische Länder dadurch Verluste haben. Ja? Und uns wird das ja so verkauft wie, ja, die Griechen sind selber schuld, die sind ja alle faul und so weiter, das wissen wir ja alles. Fällt das nicht auch ein bisschen mit in den thematischen Bereich? Ich empfinde das als Unrecht, dass unsere Vertreter uns das verkaufen als Erfolg, als wirtschaftlichen Erfolg, der aber auf dem Rücken der anderen Mitgliedsländer quasi ausgetragen wird und ja letztendlich dazu führt, dass wir erstens nicht beliebter werden als Deutsche und zweitens auch wenig Verständnis für unsere Politik in den umliegenden Ländern entsteht, die ja eigentlich, ja, wir sind ja EU, wollten das ja auch. Also ich sehe das genauso als Unrecht, es ist auch eine Verdummung. Also ich habe es ja im Deutschen Bundestag erlebt, als die ersten Rettungspakete geschnürt wurden. Das ist was zum Thema Verwahrlosung der Kompetenz. Im Rechtsausschuss ist es so gewesen, dass man wissen muss, dass der Rechtsausschuss sich von seinem Selbstverständnis so als die Prätorianergarde des Deutschen Bundestages ansieht. Also sie haben ein sehr elitäres Bewusstsein. Das korrespondiert aber nicht mit der Lebenswirklichkeit, weil in dieser einen Sitzung die maßgeblichen Vorschriften der europäischen Verträge überhaupt nicht bekannt waren. Kein einziger Abgeordneter kannte die. Und wir haben da vom Haushaltsausschuss, der da federführend war, kurz eine Stellungnahme von Sachverständigen, die auf die Eile da dorthin beordert hatten. Und da war ein Professor Kerber, den ich kenne, von dem ich weiß, dass der in diesem Thema wirklich fit ist. Und der hatte ihm darauf hingewiesen, dass die entsprechende Vorschrift, das Artikel 125, gerade also solche Rettungsmaßnahmen verbieselt, weil es letztlich dazu führt, dass alle dann für die Schulden haften, was eigentlich nach den europäischen Verträgen nicht sein soll. Als ich dann das fragte, gab es dann zwar eine Unterbrechung, weil sich dann alle mal die Vorschrift überhaupt durchgelesen haben, aber die Vorschrift ist von ihrem Wortlaut so, dass man sie auch anders verstehen konnte und man musste überhaupt erst sich in diese Gedankenwelt hineinsetzen, um dann also auch eine juristisch zutreffende Auslegung zu hören. Die Zeit hat man sich aber nicht genommen. Da wurden also, was weiß ich, damals erste Rettungsbeitrag bei 680 Milliarden, das wurde einfach so durchgewunken, ohne Kompetenz und Zugang. Und in der Tat ist es so, dass natürlich, ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen darlegen, aber es völlig richtig ist, dass unsere Exportüberschüsse zu Lasten der anderen gehen, weil unsere Wertung, unsere Währung, dadurch, dass sie im Euro drin ist, praktisch künstlich abgewertet ist. Und deswegen ist es eigentlich so, es wäre gerecht, weil wir den Vorteil dadurch haben, wenn wir nämlich noch die D-Mark als Währung hätten, wären unsere Ausfuhren sehr viel teurer, weil die Währung, die jetzt zu unseren Gunsten gilt, eine Herabsetzung darstellt, was für die anderen im Grunde genommen ein Nachteil ist, weil die anderen eigentlich, wenn es ihre nationale Währung geht, wäre die geringer und dann wären die auch ausfuhrfähiger. Das heißt also, wir haben durch den Euro den Vorteil, dass wir eben ohnehin qualitativ hochwertige Waren in Verbindung mit einem günstigen Preis. Das ist ja eigentlich für den Markt das Ideale, eine gute Ware, die man auch noch günstig kriegt. Nicht? Also und das ist so erreicht. Und da wäre es eigentlich gerecht, dass dieser Nachteil dann abgefedert wird über sogenannte Eurobonds. Nicht? Also das im Grunde genommen dann auch eine Vergesellschaftung der Schulden. Das haben die Deutschen damals geschickt gemacht. Haben gesagt, jeder soll für sich selbst wirtschaften und dann ist Pech. Und durch diesen Rettungsschirm hat man das auch versucht. Aber der Rettungsschirm führt nur indirekt, weil er einfach mehr so eine Form von Bürgschaft darstellt, führt er eigentlich indirekt nur zu einer Vergesellschaftung der Schulden. Und das ist genauso ungerecht. Und wenn ich das in meinen Vorträgen, so in meinem Wahlkreis, den Leuten immer versucht habe, klarzumachen, könnt ihr euch vorstellen, dass wir eigentlich unser Geld, das wir alle haben, das geben wir praktisch zur Europäischen Zentralbank. So, und dann wird praktisch darüber der Euro finanziert. Da haben wir einen Haftungsanteil, der liegt bei knapp 30%. Und die geben unser Geld praktisch an die Banken, damit die es zu teuren Zinsen an die Staaten geben, obwohl das eigentlich das Geld der Gemeinschaft ist. Das muss ich mir vorstellen, ich gebe Ihnen Geld, damit Sie, also mein Geld, wieder an mich zurückgeben, aber dafür zahle ich was. Das ist eigentlich so absurd und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das eigentlich wissen. Und das ist aber in den Verträgen so verankert. Deswegen haben eben Linke gefordert, wir müssten eigentlich für die Kreditvergabe eine europäische Bank haben, also nicht die Europäische Zentralbank, weil die eine andere Funktion hat, damit eigentlich hier die Möglichkeit besteht, dass dann die Staatengemeinschaft in Anführungszeichen auch die Zinsen der Niedrige setzen kann. So ist das praktisch ein Geschenk eigentlich für die Banken, dass die das eigentlich, wenn sie den Staaten Geld geben,
je nach Bonität 2%, 3% oder auch 6% oder 7% machen. Und das Risiko, das eigentlich beim hohen Prozentsatz zum Ausdruck kommt, das trägt dann wieder die Gemeinschaft über die Rettungsschirme. Das ist ein völlig absurdes System, nicht? Das nur bereichert. Und ich sage mal, das, was hier eben gesagt wurde, ob die Menschen deswegen auf die Straße gehen, natürlich haben die Leute in Griechenland das versucht, nicht? Also wenn man die Kinder in SOS-Kinderdörfer hat, weil keine Krebsbehandlung mehr bezahlt. Also das ist doch maximales Leid, nicht? Und trotzdem hat es nicht die brennenden Straßen gegeben und so. Das glaube ich nie und nimmer. Die Leidensfähigkeit der Menschen ist leider unbegrenzt. Vielen Dank für Ihre interessanten Einsichten. Ja, hallo. Also vielen Dank erstmal für den unterhaltsamen Input. Ich fand das sehr spannend und gar nicht einschläfernd über die eine Stunde. Ich habe eine kurze Frage zu der Begrifflichkeit nochmal. Und zwar habe ich mir die ganze Zeit während des Vortrags so diesen internationalen Kontext ein bisschen mitgedacht und habe darüber nachgedacht, da ja immer mehr diese Kongruenz von Staatsmacht und Staatsterritorium aufgehoben ist, Sie aber gesagt haben, dass immer eine Anhörung in einem Rechtsstaat stattfinden muss sozusagen, die aber gar nicht mehr geschieht. Inwieweit kann man denn dann, wenn man so den internationalen Kontext sieht, überhaupt davon reden, dass es noch Rechtsstaatlichkeit gibt? Oder also wenn man das nicht nur auf der nationalen Ebene belässt sozusagen. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, einen Rechtsstaat zu haben? Oder geht das falsch? Das ist natürlich eine spannende Frage. Also wenn wir internationalisieren, sind wir, was das Völkerrecht anbetrifft, natürlich noch weit von einem Zustand entfernt, der, wie soll man sagen, ein Parallelsystem institutionalisieren würde, das einem Rechtsstaat entspricht. Also wir so auf europäischer Ebene wird ja so etwas versucht. Also wir haben auf europäischer Ebene eben ein europäisches Parlament, das allerdings sehr rudimentäre Rechte hat. Wir haben eine ganz starke Regierung, praktisch in der Form der Kommission. Wir haben aber immer einen europäischen Gerichtshof. Wir haben also auch, was die Menschenrechte anbetrifft, einen europäischen Menschengerichtshof. Wir haben auch eine jetzt Charta, Grundrechtecharta der EU. Aber wir haben zum Beispiel keine Staatsanwaltschaft. Wir haben also ja auch kein, das Parlament ist ja kein echtes Parlament, so wie wir es auf unserer Ebene haben. Also ich gehe davon aus, das ist eine Sache vielleicht von Jahrhunderten, dass wir irgendwann vielleicht Strukturen entwickeln, die quasi nationalstaatlichen Charakter haben oder haben können. Oder dass wir eben partiell, so wie Europa, dass Europa sich so weit entwickelt, dass eben die Nationalstaaten wegfallen und nachher im Grunde genommen die Bedeutung von Bundesstaaten haben. Auf dem Weg sind wir auch, nicht? Also, dass dann natürlich, sagen wir mal, so wie wir es heute im Bundesstaat, Bundesrepublik Deutschland auch haben, die Länder eben eigene, sagen wir mal, Kompetenzen haben, da wird sich ein System entwickeln, das dem Rechnung trägt und das dann eben auch europabezogen, denn auch eine europäische Polizei hat und wo dann eben auch, sagen wir mal, die Gerichte vor Ort in einzelnen Ländern eigentlich nur untere Instanzen sind eines europäischen Gerichtszweiges oder Instanzenzuges. Also das glaube ich schon. Und das wird in anderen Staaten auch geschehen. Ob sich dann diese, sagen wir mal, Inseln dann zu einem neuen Gebilde, einheitlichen Gebilde, also eine Weltregierung oder so verändern, das werden Sie nicht erleben, auch Ihre Kinder nicht und Ihre Großkinder und so weiter. Also das wird noch lange. Aber das halte ich für möglich. Das könnte in der Dynamik dieser Entwicklung liegen. Ob das gut ist oder schlecht ist, darüber mache ich mir heute keine Gedanken, weil das ist nicht etwas, was meinem Erkenntnishorizont auch annähernd zugänglich ist. Das ist wirklich eine Utopie. Ja, also ich möchte vorausschicken, dass ich natürlich der Überzeugung bin, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, auch wenn jetzt vielleicht noch was anders anklingt. Also Sie hatten die Vorratsdatenspeicherung ja am Anfang erwähnt. Und ich habe so in den Jahren 2008, 2010, also lange vor den Snowden-Enthüllungen, Vorträge gehalten unter dem Titel Neusprech im Überwachungsstaat. Und dafür bin ich kritisiert worden, weil offensichtlich der Bezug Deutschland war und es wurde gesagt, Deutschland sei kein Überwachungsstaat, die DDR sei vielleicht mal ein Überwachungsstaat gewesen, aber Deutschland nicht. Es ging damals natürlich auch vor allen Dingen um die Vorratsdatenspeicherung und die Argumente für und gegen die Vorratsdatenspeicherung wurde gesagt, nein, also hier wird nicht systematisch überwacht. Das sei, also diese Vorratsdatenspeicherung, da ging es ja nur um Metadaten und Daten, die sowieso anfallen und die bräuchte man für die Strafverfolgung. Ich hatte am letzten Wochenende noch eine Diskussion mit dem Herrn Wendt in Freiburg und da kamen die ganzen Argumente wieder in dieser Form. Und meine Argumentation war eben, naja, wenn eben diese Beweisumkehr ist und alle Bürger unter Generalverdacht gestellt werden und
Maßnahmen getroffen werden, auf alle Daten, also auf die Bürger aller Daten jederzeit zugreifen zu können, selbst wenn die bei den Telekommunikationsunternehmen anfallen, dann ist das schon Überwachung. Und dann ist das auch ein Staat, der sowas macht, ist dann ein Überwachungsstaat. Inzwischen wissen wir natürlich über die Snowden-Enthüllungen, dass das ja noch in ganz anderem Stil gemacht wird. Und da stellt sich natürlich wirklich die Frage, sollte man das nicht wirklich Überwachungsstaat nennen oder ist das zu hoch gegriffen? Ja, also ich glaube, habe hier nicht gesagt, dass die oder in Abrede gestellt, dass die Bundesrepublik ein Rechtsstaat sei. Also wenn das irgendwie verstanden sein sollte, dass bei uns Unrecht geschieht, habe ich auch gesagt. Da sind sich aber alle Juristen einig, dass das nicht dazu führen kann, dass man einen Rechtsstaat, nur weil ihm Unrecht geschieht, auch staatliches Unrecht in Amerika, die Todesstrafe ist nach unserem Verständnis Unrecht, nicht? Also, und zwar durch den Staat und bewusst, nicht? Also ist nicht irgendwie nebenbei. Nicht? Und die Kriege zu führen, ist Unrecht, auch Völkerrechtsbruch, noch und nöcher und durch den Staat. Also nur ist es so, das macht es eben auch deutlich, ich habe ja vorhin die Rechtsstaatsgrundsätze eben definiert. Und solange das im Kern gesichert ist, solange spricht man dann dort von einem Rechtsstaat. Und dann kann es, sagen wir mal, unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher Quantität Unrecht geben. Aber deswegen bleiben die Staaten jetzt also im rechtlichen Sinne Rechtsstaaten. Und mit auch den entsprechenden Konsequenzen. Ja, ich würde auch von einem Überwachungsstaat sprechen. Ich weiß, das habe ich immer in meinen Presseerklärungen getan, Petra Pau und andere, weil die natürlich Berührungsängste hatten, also assoziativ mit dem Begriff Überwachung, haben gesagt, wovon kann man das nicht rausnehmen? Ich habe gesagt, nein, also das sehe ich so. Ich bin ja auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium gewesen. Ich war also 8 Jahre lang in dem Geheimdienstgremium drin und ich weiß ja, was ich war. Und darf bloß nicht darüber reden. Also das ist auch eine Merkwürdigkeit, nicht? Man soll kontrollieren und als politisches Organ und darf nicht darüber reden. Nicht? Also das ist ja Widerspruch in sich. Also Politik bedeutet, dass man öffentlich darüber reden muss und kann. Und ich gehöre nur zu denjenigen, der, wenn Regeln da sind, verletze ich sie nicht, sondern ich versuche sie zu ändern. Nicht? Und wir haben auch ein bisschen was geändert. Heute kann man schon mehr über den Inhalt des parlamentarischen Kontrollgremiums reden als vorher, aber man braucht die Zustimmung der anderen Kollegen. Nicht? Und da es im Regelfall immer um Kritik an der Regierung geht, und die Mehrheit haben, kann man eben dennoch wieder nicht darüber reden. Nicht? Und deswegen habe ich gesagt, da muss jeder einzelne Abgeordnete das können. Nicht? Und das haben wir aber leider noch nicht, nicht. Deswegen kann ich darüber nicht reden. Aber ich habe überhaupt keine Probleme, das als Überwachungsstaat, weil ich mich auf Snowden berufen kann. Nicht? Und Snowden hat auch Dinge dargelegt, also natürlich Programme benannt. Und im Grunde genommen, also diese Akribie, mit der die dort vorgehen. Nicht? Es ist ja nicht nur so, dass sie irgendwie Knotenpunkte abgreifen, sondern das ist ja wirklich alles genau durchdacht. Alle Schwachpunkte, die möglich sind, dass man eben hinter Türen eben in der Software, dass man also an die Firmen rangeht, die Dinge herstellen, um dann also dort Zugriff zu haben. Natürlich leben wir im Überwachungsstaat und das, was die sagen wir mal, Stasi gemacht hat, ist ja vergleichsweise lächerlich im Verdem, was also die NSA macht. Nicht? Also wenn die Stasi jemanden komplett überwachen musste, dann mussten sie praktisch die Wohnung durchsuchen, dann mussten sie die Fotos, die heute alle im Laptop drin sind, die Briefe, das mussten sie erstmal alles finden, weil das ja diversifiziert war, weil man in der Technik damals auch gar nicht so weit war. Das bedeutet, notwendigerweise verdichtet sich das Leben von Menschen eben in ihrem PC, also teilweise schon also an ihrem iPhone, weil da alles drin ist. Da sind alle Telefonate wunderbar protokolliert, da sind alle Bilder drin, da sind alle Notizen drin, da ist der ganze E-Mail-Verkehr drin. Da ist im Grunde genommen, also wenn man überhaupt keinen Datenschutz in den Bereichen in Anspruch nimmt, wo man wo, zu welchem Zeitpunkt sich aufgehalten hat, das sammelt man alles für die. Also man ist praktisch Dienstleister für die. Also davon hätte die Stasi geträumt, wenn sie so umfassend eigentlich die Menschen hätte überwachen können, wie es heute durch diese Technik, die wir alle in Anspruch nehmen, eben geschieht. Nicht? Und soweit hat das eine ganz andere Qualität. Und wer denn zum Beispiel DDR über die Stasi zum Unrechtsstaat macht, nicht? Der muss sich wirklich überlegen, ob er alle Sinne beisammen hat. Nicht? Also das ist zumindest vor dem Hintergrund also dieser Erfahrung, dieses Wissens nicht vertretbar. Nicht? Also insoweit habe ich überhaupt keine Probleme. Es spricht ständiger Übung bei mir, den Begriff Überwachungsstaat auch für die Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Mit großer Lust und großer Überzeugung und tiefer Traurigkeit. Ja, ich möchte eigentlich nur 2 kleine Fragen stellen, muss sie aber herleiten. Und zwar, wir haben ja jetzt eine Definition
Wir haben ja jetzt den Rechtsstaat definiert und das Recht definiert, aber wir haben bisher den Staat nicht definiert. Zumindest ist mir bisher keine Definition gekommen. Und wenn wir die bisherige Diskussion zusammenfassen, dann geht sie ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, davon aus, dass der Staat ja irgendwie eine Art neutrale Instanz ist und die muss man dann irgendwie ausfüllen und dann muss man irgendwie die richtigen Parteien wählen und dann wird schon alles gut. Ja, das haben Sie ja gesagt, also Hartz IV ist Unrecht und dann wählt man Parteien, die nicht für Hartz IV sind. Wenn wir jetzt aber diese These, dass der Staat eine neutrale Instanz ist, in Frage stellen, dann kommen wir zu dem, was andere Staatstheoretiker dann wahrscheinlich nicht juristischer Art, sondern eher sozialwissenschaftlicher Art geschrieben haben, nämlich, dass der Staat eben nicht neutral ist, sondern eher eine Art soziales Verhältnis, also ein Kräfteverhältnis, in dem unterschiedliche Kräfte versuchen jeweils zu dominieren. Und wenn wir den Staat jetzt nehmen, egal ob jetzt in Deutschland oder woanders, zumindest in den westlichen Staaten, dann sehen wir ja gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, wo bestimmte Kräfte eben dominieren und die Schwächeren oder das vorgeben, was die Schwächeren dann zu tun haben. In so einem Verhältnis kann man natürlich nicht irgendwie eine Partei wählen und dann ändert sich das, weil diese Kräfteverhältnisse ja nicht von Parteien gemacht werden, sondern eben von einer Vielzahl von Institutionen oder Akteuren. Und da ist dann die zweite Frage nach der Staatsdefinition, welche Möglichkeiten hat man denn dann eigentlich als Politik oder als Partei oder als Aktivist in diesen Verhältnissen überhaupt zu wirken? Also ich bin für diese Frage ausgesprochen dankbar, weil ich gestern bei Cannabis habe die gleiche Diskussion geführt. Das ist schon interessant, dass in diesem Kontext das geschieht. Also die Ohnmacht von uns allen. Wann und wie sind wir wirkungsmächtig? Natürlich ist der Staat juristisch definiert. Also der hat immer drei Voraussetzungen. Sie brauchen ein Staatsvolk, Sie brauchen ein Staatsgebiet und Sie brauchen eine Herrschaftsgewalt. So, das sind eigentlich so die drei Standardbegriffe, mit denen man es macht. Und deswegen ist über die Staatsform überhaupt nichts ausgesagt, sondern das ist einfach schlichtweg ein Staat. Und die Diskussion um die DDR hat Anfang der 50er Jahre, war es nicht die Diskussion Unrechtsstaat, ja oder nein, das auch, sondern ist die DDR überhaupt ein Staat? Also man hat ja der DDR lange überhaupt die Eigenschaft, ein Staat zu sein, anzusprechen. Und der Ingo Müller hat in seinem Aufsatz geschrieben, eines Tages, so wie heute, niemand mehr darüber diskutiert, ob die DDR ein Staat ist, wird vielleicht in 25 Jahren niemand mehr darüber diskutieren, ob es ein Unrechtsstaat war. Also das muss man auch sehen, das sind so nach seiner Auffassung fast so politische Modeentscheidungen in einem bestimmten Kontext. Also Staaten sagen nichts über die Staatsform aus. So, und unsere Staatsform ist im Grundgesetz definiert als Demokratie, als Rechtsstaat und Sozialstaat. Und wir haben eine besondere Bestimmung in unserem Grundgesetz, die sicherstellt, dass genau diese drei Merkmale und die Würde des Menschen ist unantastbar, praktisch Artikel 1, dass diese Institutionen, juristischen Institutionen nicht abgeschafft werden können. Also auch der gesamte Deutsche Bundestag wäre nicht in der Lage, einstimmig diesen Merkmalen irgendetwas zu rücken. Dazu zählt auch noch der Bundesstaat. Artikel 79 Absatz 3, die Ewigkeitsklausel. Erst wenn das Grundgesetz abgeschafft wird, könnte an einer neuen Verfassung hierin etwas geändert werden. Das heißt, das ist also praktisch eine Entmündigung. Das Demokratieprinzip ist also insoweit verfassungsfest und kann nicht verändert werden. Welche Wirkungsmächtigkeit innerhalb einer Demokratie wir alle haben gegen andere Interessengruppen, also natürlich insbesondere die Wirtschaft und jetzt zurzeit insbesondere die Finanzwirtschaft, ist eine Frage im Grunde genommen der gesellschaftlichen Kräfte, wie sich das entwickelt. Was entwickelt beispielsweise jetzt die Zivilgesellschaft gegen die Industrie und gegen die Finanzwirtschaft? Was entwickeln die da an Gegenkräften? Und da kann man in der Tat pessimistisch sein. Also ich bin da pessimistisch, weil man immer wieder sieht, also mir kommt das manchmal so vor wie an einem Schachbrett. Die haben immer schon den nächsten Zug fertig und die nächste Institution bereit und die nächste Verdummungsaktion, mit der sie einfach die Menschen davon abbringen, nachzudenken. Wir haben jetzt, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht seit langer Zeit, was also die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg anbelangt, würde ich sagen, wenn man in die Leserforen auch über das Internet kommt, so viel Widerstand gegen diese eigentlich Gleichschaltung der Presse und der öffentlichen Meinung, das finde ich schon erstaunlich. Ob diese Kräfte, sagen wir mal, ein Zeichen sind, dass die Zivilgesellschaft nicht so, wie Sie das vorhin beschrieben haben, also so auf die Straße gehen und dann alles anzünden und Guillotine ist gar nichts und so, das glaube ich alles nicht.
Ja, aber. Ja, ja, aber alles nicht in dieser Form. Ja, klar, die haben ja auch mehr Temperament. Die haben ja auch mehr Temperament. Aber. Ja, genau. Aber dass wir es hinnehmen müssen. Also, das ist ja gerade ein Vorteil auch von neuen Parteien, die sich eben bilden. Auch Occupy oder wenn man in gesellschaftliche Gruppen nimmt, wie Attac und so, die haben sich eben gebildet, weil sie gesehen haben, dass die Parteien das einfach nicht realisieren. Und natürlich sind die Parteien überwiegend, wenn man den Lobbyismus sieht, der stattfindet, ich habe das ja im Parlament erlebt, sie müssen als Parlamentarier, zumindest im Deutschen Bundestag, sich weder um das Frühstück noch um das Abendbrot sorgen, weil sie werden überall eingeladen, nicht? Und können also dort also diesen Bereich ihrer Lebenssicherung, also fremdbestimmt können Sie das organisieren. Wie weit das wirkungsmächtig ist, kann ich nicht beurteilen. Ich stelle nur fest, dass in der Tat die Parteien wesentliche Dinge in dieser Gesellschaft nicht mehr beeinflussen, sondern dass das von anderen beeinflusst wird. Das heißt aber nicht, dass die Parteien institutionell nicht in der Lage wären und dass das Parlament nicht institutionell von seiner Anlage nach ist. Es ist nur, es werden nur die falschen Leute dorthin gewählt. Und es sind die falschen Leute, kann ich nur sagen, die sich zur Wahl stellen. Das sind die falschen Leute, die eben nicht in die Politik gehen. Wenn wir alle, das muss man doch auch mal sagen, wer in die Politik geht, mutet sich etwas zu. Er kriegt auch was dafür. Aber er muss vor dem Hintergrund so seine eigenen Maßstäbe, deswegen habe ich das vorhin mit der Moral gesagt, sich überlegen, ob er sich das antut. Es ist ein mühseliges Geschäft, das zu tun und das auszuhalten. Das Mobbing, das Integrantentum, ich sage mal auch beim Piraten, also wer das erlebt, diese Shitstorms und so, das ist halt nicht jedermanns Sache. Kann ich auch nachvollziehen. So, und das ist einfach aus meiner Sicht ein auch unwürdiges Verhalten anderen Menschen gegenüber. Man muss anderen Menschen mit Respekt gegenüber auftreten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erledigt sich eigentlich ein politisch sinnvolles und vernünftiges Unterfangen von selbst. Also wer auf die Menschen und ihre Bedürfnisse und auch ihre Struktur nicht ausreichend Rücksicht nimmt, der verliert. Und deswegen kann ich nur sagen, auf Ihre Frage, versuchen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten das zu tun. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten das zu tun. Ich habe zum Glück hier die Gelegenheit, mal länger zu reden und meine Ansichten überzubringen. Und Sie haben auch die Möglichkeiten, das gegenzuspiegeln. Jeder kann das tun, was er will. Wenn andere Leute auf die Demos gehen, die Flüchtlinge unterstützen, das hat Wirkung. Alles, auch Abgeordnete anzuschreiben, auch wenn man zunächst keine Antwort bekommt oder so, gelegentlich lesen die das. Und gelegentlich hat das auch Sinn und gelegentlich hat das auch eine Wirkung. Nein, das lesen auch die Abgeordneten. Also ich habe Referenten ja auch gehabt, aber meine Referenten waren so, dass sie, natürlich, wenn ich 200 E-Mails jeden Tag bekomme, kann ich die nicht lesen, das ist klar. Aber ich suche mir solche Leute aus, dass ich weiß, dass sie das Wichtige und Richtige und so wie ich denke und ticke, dass sie das erkennen und mich auch entsprechend informieren. Ja, hi. Ich finde, Sie geben die ganze Zeit ein großartiges Plädoyer für die offenen Listen. Also wegen der Qualität im Bundestag und so. Und ich, Sie hatten es ja schon über die Ungerechtigkeit gegenüber Kommunisten in Westdeutschland. Und die Linke fordert da ja auch Rehabilitation für zum Beispiel die Leute, die im Gefängnis waren. Und ich wollte gerne mal wissen, ob Sie da Urteile kennen oder Beispiele wissen oder wie die Chance ist, wenn jemand das angehen würde oder so. Das würde mich interessieren. Also ich kenne jetzt da keine Urteile. Also, aber das ist auch wieder so ein Moment, der eben auch angesprochen wurde. Man muss es tun. Also es gibt genügend junge Juristinnen und Juristen, auch ältere, die also sowas sagen, ja, würde ich mal machen. Also ich würde jetzt sagen, ich bin Pensionär, aber das würde ich nicht machen, weil für mich sind eben noch die drei Themen Hartz IV und Sanktionen, Geheimdienstkontrolle und Cannabis. Da würden drei, also passt überhaupt nicht zusammen, aber es geht alles eben um Kampf gegen Ungerechtigkeit, nicht? Das ist die Abstraktion, nicht? Und das könnte auch dazu zählen, aber gehört nicht zu den Feldern, man müsste mich klonen, man kann mich nicht klonen, also muss ich mich damit begnügen, dass ich das selbst bestimme und das würde nicht dazu gehören. Aber ich bin sicher, dass man dafür Leute findet. Wolfgang, erstmal, wir sind überhaupt nicht unterschiedlicher Meinung. Ich habe vorhin gepostet, dass du der letzte Mohikaner bist. Du bist der Josef Beuys der Rechtsprechung. Ich kann das beurteilen. Ich habe bei ihm studiert. Und ich möchte das als Kompliment verstanden wissen. Ja. Du hast selbst erwähnt, dass du gestern auf einer Veranstaltung zum Thema Cannabis warst. Und
Ich habe früher selbst mal gekifft. Ja. Ich habe aufgehört aufgrund des Verfolgungsdrucks der Polizei. Dazu muss ich sagen, dass ich selbst mal Polizeiausbilder für SEK und MEK in Berlin war. Ich war jahrelang mit einer Streifenpolizistin zusammen, die dann auch ab und zu mal das Handy angemacht hat. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Rauchen Sie? Ja, natürlich, wieso? Dann müssen wir mal einen kleinen Drogentest machen. Wieso ein Drogentest? Ja, Sie haben gerade eben gesagt, Sie rauchen. Ja, ich meine Marlboro, das haben Sie nicht gesagt. Jedenfalls, am Ende war es so, dass der Mensch seinen Führerschein abgeben musste. Ich habe selbst jetzt bei Spiegel Online vor ein paar Tagen gelesen, dass jemand seinen Führerschein abgeben musste, weil er in einem Taxi zu einer Konzertveranstaltung gefahren ist und bei ihr eine geringe Menge Cannabis gefunden worden ist. Die Sache ist so, es wurde ihr dann charakterliche Nichteignung zum Führen eines Fahrzeugs unterstellt und sie kämpft heute noch um ihren Führerschein. Das heißt, es kostet mehrere tausend Euro und das Recht auf Rausch von dir selbst in den Raum gestellt wird somit untergraben. Ja, höchstes Bundesrecht, ja, höchstrichterliche Rechtsprechung wird untergraben, indem man eben halt eine lege artis schafft, ja, dass man eben halt über das Ordnungsrecht, ja, die Leute brutal, unverhältnismäßig abstraft. Und das war's. Genau. Die Frage ergibt sich schon aus dem. Ne? Bist du Fachmann dafür und freue mich auf deine Antwort. Ich mach's hier ganz kurz. Also du hättest gestern zur Veranstaltung kommen sollen. Da haben wir darüber diskutiert, auch genau über diese Problematik. Und ich fürchte, dass es die anderen hier nicht ganz so interessiert. Und deswegen bin ich gerne halt bereit, es dir persönlich nochmal zu sagen. Ja? Können wir uns so einigen? Ja, okay. Wir haben ja jetzt auch stehen ja diverse Handelsabkommen bevor und solche Dinge. Und mir auch hier in diesem Bereich eher ein Laie. Drängt sich da eine Furcht auf, dass quasi internationale Vereinbarungen dann nationales Recht ja auch aushebeln, wie wir ja erfahren haben, gerade über TTIP und die Investorenschutzprogramme und solche Dinge. Welche Gefahren siehst du da in diesem Punkt? Und vor allen Dingen, was, wenn ich jetzt nochmal zu Dons Frage überleite, was bleibt uns dann eigentlich noch zu tun? Also das ist wieder so ein Fall, wo ich sagte, da gibt es eben eine Matrix, da gibt es also ein Drehbuch. Und das gehört auch zu diesem Drehbuch der Entmündigung. Also das, was ich hier über den Rechtsstaaten soweit, das passt wirklich zum Thema, über das wir heute diskutieren, weil das wäre auch die Aufhebung dessen, was wir als Rechtsstaat sehen, weil auf internationaler Ebene haben wir eben das Völkerrecht, das Recht setzt durch praktisch vertragliche Vereinbarungen. Also dort ist es eben so, da gibt es eben noch nicht ein Rechtsetzungsorgan wie den Bundestag, also ein Welttag, also wo dann eben praktisch auf Weltebene ein Parlament Gesetze macht, sondern dort werden genommen die Verbindlichkeit des Rechts, über die ich gesprochen habe, wird hergestellt über Verträge. Das gilt auch unter Zivilpersonen, da sind im Grunde genommen die Völkerrechtssubjekte, sind dann Partner der Verträge. Und es ist nicht so, dass dann, wenn so ein Schiedsgericht angerufen wird, dann die einzelne Maßnahme, zum Beispiel bei uns werden die Atomkraftwerke abgeschaltet, die bleibt rechtmäßig. Aber es hat finanzielle Konsequenzen. Auf dieser Ebene funktioniert das. Und damit wird natürlich faktisch das, was man eigentlich national noch bestimmen will, was Standards hat, Verbraucherstandards, auch soziale Standards und so, das kann alles abgemildert werden, weil Investoren sagen, ich habe mich auf die Rechtslage verlassen zum Zeitpunkt meiner Investition und die muss geschützt werden und jetzt muss ich die Atomkraftwerke abschalten. Vattenfall klagt ja zurzeit vor einem solchen internationalen Schiedsgericht. Und man muss eben wissen, diese Schiedsrichter, das sind Anwälte. Und der Gutachter, ich habe das neulich bei dem Pelzig gehört, ich wollte das gar nicht über die Unverfrorenheit, dass der Gabriel einen Gutachter hat, der also Teil der Liste der Schiedsrichter ist, der ihm sagt, das ist völlig in Ordnung. Und da passiert auch gar nichts. Das ist rechtsstaatlich alles einwandfrei, was da geschieht. Das ist also an Dreistigkeit und an Verdummungspotenzial nicht zu überbieten. Und aber so läuft das ab. Natürlich führt das
zu einer Unterhöhlung und zu einer weiteren Entmündigung. Das ist genauso wie die Finanzpolitik. Die Griechen kriegen nur Geld, das Parlament spielt überhaupt keine Rolle, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Ob was das Parlament entschieden hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sie müssen Vogel frisst oder stirbt, also entweder ihr geht pleite oder ihr verändert euren Staat und eure Maßstäbe so, wie wir es wollen. Und das ist eigentlich eine Diktatur. Das wäre dann wirklich eine Diktatur von Wirtschaftsinteressen, von Wirtschaftsgruppen, von großen Konzernen, die diese Menschheit unterjochen. Und dann hängt das von uns allen ab, wir sind das Volk zu sagen. Und dann Widerstandsformen und so zu entwickeln, da muss man eben solche Parteien und solche Leute wie Gabriel wirklich von der Bühne fegen. Nicht? Also und dann wäre es eben gut, wenn ich jetzt mal hier so, bin ich hier bei Piraten sein will, wenn ihr euch besser benommen hättet und eure, sag mal, politische Substanz, wenn ihr die behalten hättet. So, das habt ihr aber nicht getan, weil ich wie Kleinkinder benommen habe. Das ist das Problem. So. Und wenn ihr das, und damit habt ihr im Grunde genommen das, also die Gemeinwesen Schaden zugefügt, weil die Menschen auf euch vertraut haben. So, deswegen haben sie euch gewählt. Dafür wählen sie jetzt AfD. Das ist scheiße. Ich habe zwei Abschlussfragen an Sie, Herr Neskowitsch. Die eine Frage ist, die Situation in Bezug auf den Nationalsozialismus, ihn als Unrechtsstaat zu deklarieren, ist, nachdem er Vergangenheit war, eine Diskussion gewesen. Da ich kein Jurist bin, interessiert mich eigentlich die Frage, wie gehen die Juristen mit dem Thema um, dass Staaten in Bezug auf die nächsten Generationen Unrecht dadurch, durch ihre Wirtschaftlichkeit, durch den Umgang mit den Fragen des Klimaschutzes etc. etc. ja vorhersehen, worauf wir hinaussteuern. Ist das nicht eigentlich die viel schlimmere Unrecht, der nächsten Generation gar keine Lebenschancen mehr zu geben? Und wie muss man juristisch eigentlich darauf reagieren? Ich weiß nicht, mich interessiert es nur. Also wir Juristen sind ja auch kleinteilig. Also nicht kleinkariert, das vielleicht auch, aber auf jeden Fall kleinteilig. Also so global sehe ich überhaupt keinen juristischen Ansatz. Nicht? Sondern man muss dann eben immer sehen, wo ist was an Rechten verletzt. Also wir haben bei uns ein Rechtssystem, das in erster Linie, wir nennen das Klagebefugnis, immer voraussetzt, dass jemand eigentlich nur klagen kann, wenn er in seinen Rechten verletzt ist. Also und zwar ganz konkret und nicht irgendwie, weil sich das vielleicht so entwickeln könnte. Also niemand kann in die Zukunft schauen. Nicht? Prognosen haben eben die Eigenart an sich, dass sie eben nur Prognosen sind und keine Feststellungen von Zukunft. Und deswegen könnte man damit, also aus meiner Sicht, nicht viel gewinnen. Man kann Feststellungsklagen einreichen und sonst was, aber es setzt immer ein Rechtsschutzbedürfnis voraus. Also die Juristen haben schon, sagen wir mal, also Mechanismen entwickelt, also solche auf die Zukunft ausgerichteten Klagen eben zu unterbinden. Also man muss dann schon irgendwie darlegen, dass das, also die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, eben sehr groß ist und Staaten gegen den Staat, also damit er bestimmte Dinge unterlässt oder vornimmt, sind so und so kaum möglich. Man kann sagen, es ist eine bestimmte Behörde, was unterlässt oder vornimmt. Aber so den Staat als solches zu verklagen, ist zwar auch theoretisch denkbar, aber man muss immer eine Rechtsposition haben, auf die man sich stützen kann. Und man kann natürlich auch Verfassungsbeschwerden einlegen, aber auch das setzt immer eine sogenannte Klagebefugnis voraus. Es gibt Ausnahmen, dass auch mal Verbände klagen können, die dann also sagen wir mal, fremde Rechte zum Gegenstand einer Klage machen können. Aber da ist dieses System eben, soll man sagen, also nicht so zukunftsorientiert, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass man, wie soll man sagen, die Gerichte zu Hilfe rufen kann, damit zukünftiger Schaden nicht entsteht. So habe ich Sie praktisch verstanden. Und da sind die juristischen Möglichkeiten extrem begrenzt. Und da muss man schon wirklich ganz konkret fragen, was für Sachverhalte geht es. Und da muss man wirklich gucken, gibt es Gesetze oder Vorschriften aus der Verfassung, aus denen sich so etwas herleiten kann. Aber man kann mit viel Kreativität auch viel erreichen. Also es ist nicht so, dass die Spielräume, die jenseits oder die sich aus den Gesetzen ergeben kann, dass die nicht auch zu Veränderungen führen können. Auch Dinge, die die Zukunft betreffen. Aber es muss immer ein deutlicher Gegenwartsbezug sein. Und der Rest ist eben, auch das sagt das Bundesverfassungsgericht immer, es gibt eine Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Also das Bundesverfassungsgericht
überschreitet diese Grenze aus meiner Sicht gelegentlich, wo sie dann selbst praktisch Gesetze machen und auch gestalterisch tätig sind. Damals bei der Abtreibung, das war ganz klar, also bis ins Detail vorzuschreiben, wie das aussehen muss. Also das aus der Verfassung herzustellen, steht überhaupt nicht in der Verfassung dazu drin. Nicht? Also das ist freie richterliche Rechtsfortbildung. Nicht? Und das, da sind sie sicherlich gesetzgebend und gesetzschöpferisch tätig geworden. Aber ich sehe keinen Anlass. Ich halte es auch für falsch, immer die Juristen zu nehmen, so als Notbremse, als Hilfsanker. Nicht? Also wir sind diejenigen, ja wirklich, also da bin ich also Urdemokrat, also wir sind das Volk, das finde ich richtig. Also wir müssen es schaffen. Ich sehe, dass die Rahmenbedingungen immer schlechter werden, also immer schwieriger werden. Das Internet ist eine Möglichkeit, einerseits sich zu äußern, also nicht mehr die Presse zu benutzen. Andererseits ist die unendliche Vielfalt der Blogs, führt dazu, dass man immer nur so ein bisschen wahrnimmt, weil den Rest kann man gar nicht wahrnehmen. Da freuen die anderen sich wieder und sagen, im Grunde genommen, früher gab es eben Leitmedien, wenn man die beherrschte, hat das jeden erreicht. Und das ist dann eben heute in so einer sich aufspaltenden auch Mediengesellschaft, ist das eben ganz schwer möglich. Einerseits hat man Möglichkeiten, andererseits ist der Kreis derjenigen, die man theoretisch könnte man alle erreichen, aber alle rufen eigentlich ab. Nicht? Also und das ist auch wieder vom System her so ausgerichtet, dass diese Aufklärung, also ich bin ein Freund der Aufklärung, wir befinden uns im Zeitalter der Postaufklärung, wir wissen immer noch viel zu wenig und wir werden immer noch zu sehr verdummt. Das ist das Problem. Und die Bereitschaft zu handeln, ob die selbstbestimmt oder auch über solche Gruppierungen, deswegen finde ich also politische Bildung oder auch solche Vereine ausgesprochen wichtig. Und es gibt ja auch einen gewissen Grad an Beteiligung und auch ein gewisses Bedürfnis. Nicht? Aber wenn man das auf die gesamte Berliner Bevölkerung betrifft, sind wir hier also wirklich natürlich, also, was weiß ich, im Millionsten Promillebereich. Nicht? Also das ist das Traurige an der Sache. Das liegt natürlich daran, dass wir einen Geheimverteiler haben und nicht jeden einladen. Nein, aber ich komme mit meiner angekündigten Abschlussfrage auf Sie zu, nicht in der Frage an Sie als Jurist, sondern dann doch nochmal ganz konkret auf die Koalitionsbildung. Aus meiner Sicht ist ja dann wieder genau das passiert, was Sie der Politik im Allgemeinen und in diesem Falle dann sicherlich auch der Linken im Grunde genommen vorwerfen, dass Standpunkte sehr schnell verkauft werden um der Macht willen. Wenn ich eben sehe, dass diese Koalition und die Wahl von Bodo Ramelow ja im Grunde genommen nur deshalb erreichbar war, weil man nun endlich mit viel Medienaufwand und mit viel Drohung erreicht hat, dass die Linke zugibt, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Ich finde, das ist ein hoher Preis. Oder sehe ich das falsch? Also mich ärgert dieses ganze Theater. Also wissen Sie, ich habe ja mit Ramelow lange diskutiert. Ich weiß, wir haben über Abschaffung der Geheimdienste, wir haben über Schuldenbremse diskutiert. Und ich habe ihm immer gesagt, Bruder, ich bin absolut sicher, wenn du Minister, dass du alles dafür geben würdest, alles, Ehre, Großmutter, alles wird aufgegeben. Es ist alles geschehen. Also es hat in der Bundesrepublik Deutschland nur damit jetzt also dieses Etikett, dieses Symbol, dieses Signal geschieht, hat man was gemacht. Die haben 28%. Und die haben drei Minister, wenn man den Chef der Staatskanzlei, der auch formal Minister ist, aber der, das ist nur eine Formalität, haben die nur drei Minister mit 28% und die Grünen mit 5,7% haben zwei Minister. Das ist, widerspricht aller Arithmetik, die jemals geschehen ist. Das ist wirklich das Verkaufen der Großmutter. Nicht? Also dann, wenn Sie sich die Inhalte angucken, da ist nichts, was auch die CDU hätte 500 neue Lehrer eingestellt. Dann kommt der öffentliche Beschäftigungssektor. Das war schon in Brandenburg ein großer Schlager. Jeder weiß, dass sich mit Dingen auseinandersetzt. Ohne Bundesmittel geht gar nichts. Und dann kriegt man nachher nicht die 5.000 oder so, die man haben wollte. Und dann sagen sie, entschuldigen zu den Parlamenten, ja, da können wir nichts dafür, weil da brauchen wir die Bundesmittel. Solange die Komplementärfinanzierung nicht gesetzt, geht das nicht. Also das ist so verlogen. So unendlich, weil die Leute sind nicht so dumm, die das machen, dass sie es nicht wissen. Aber sie sagen es den Leuten nicht. Und das ist, finde ich, unerträglich, wenn so etwas jetzt geschieht. Die Menschen hoffen, Und die Hoffnung, die werden einfach betrogen. Deswegen verlieren die Linken so, nicht automatisch, weil sie kleiner Koalitionspartner sind. In meinem Wahlkreis haben die allein jetzt 14% verloren. Die haben bei der letzten Wahl in Brandenburg ein Drittel verloren. Sie haben in Mecklenburg-Vorpommern ein Drittel verloren. Sie haben in Berlin ein Drittel. Die waren mal bei 22%. Jetzt lagen sie bei 12% oder 13% hier bei der Abgeordnetenhaus. Das heißt, die Menschen begreifen das. Es ist schon dieser Widerstand, der da ist. Aber diejenigen, die das Ganze inszeniert haben,
Was haben die? Natürlich haben die durch ihre Ministerpension, die haben natürlich ihr so. Da sind Leute dabei, von denen ich sagen würde, wenn sie nicht in die Politik gegangen wären, dann hätten sie gar nichts gehabt. Dann wären sie Hartz-IV-Empfänger gewesen oder sonst was. Es sind eben so, auch nach der Wende ist es so gewesen, dass natürlich in der ehemaligen Bedürfnis ein, in der ehemaligen DDR ein Bedürfnisbestand nachvollziehbar. Wir wollten doch eigentlich einen guten Sozialismus. Und jetzt versuchen wir das im Kapitalismus, ziemlich abenteuerlich, aber also wagemutig, aber immerhin. Das haben auch viele so gemacht. Und viele haben eben auch gesehen, ich stehe vor der Alternative, das war im 1990, werde ich Keramikverkäufer, obwohl ich hier Professor war, weil ich zur Nomenklatura gehöre, oder mache ich politisch weiter, weil es eben einen, sagen wir mal, Bedarf im Osten gibt, also daran festzuhalten, wir kriegen den Sozialismus auch anders hin. So, und für die Leute war es gleichzeitig Existenzsicherung. Sie wussten, im Osten kriege ich so viele Mandate, dass ich dort mein Existenz, was ich für legitim halte, eine solche Überlegung zu haben. Aber was natürlich dazu führt, dass man weiß, ich habe keine Alternative im Beruf. Ich habe das ja vorhin bei mir gesagt, ich habe immer meine Alternative im Beruf gehabt. Und viele andere, die das auch haben, das sind eigentlich diejenigen, die wir brauchen, die unabhängig sind. Diejenigen, die keine Alternative haben, sondern die jetzt wirklich darauf angewiesen sind, ihre Existenz, und das ist ja auch eine auf hohem Niveau, das muss man noch dazu sehen, nicht? Dass die natürlich keine, sagen wir mal, Bereitschaft haben, ein Risiko einzugehen, auch das Scheitern einer Regierung, so, das liegt auf der Hand. Und deswegen, solange das nicht geändert wird, also das, was die Grünen mal hatten, zwei Legislaturperioden, da fliegt man raus, nicht? Und dann ist auch Feierabend, nicht? Das sind eigentlich die Dinge, die dazu führen, dass man wirklich Dienst an der Allgemeinheit tut und nicht Dienst an sich selbst. Dass es gelegentlich auch miteinander sich koppelt, ist was anderes, aber ich bin da ganz rigoros. Also wir haben in vielen Verfassungen der Welt eben begrenzte Legislaturperioden für Präsidenten, für Regierungschefs und so. Und das müsste man auch schauen. Das war bei den Grünen richtig. Aber wir haben ja gemerkt, das bringt ja richtig was. Das tut gut. Also Dienstwagen zu haben, ordentlich viel Geld zu haben und so. Warum soll ich darauf verzichten? Da hat man irgendwelche Argumente gefunden. Nein, das ist falsch, weil das ist im Grunde der Anfang der Korruption. Bitte noch eine Abschlussfrage. Ja, das geht schon genau in die Richtung, in die ich Sie fragen wollte. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Urdemokrat und wenn Sie was tun und sich beteiligen, dann geht es darum, dass Sie sich dafür einsetzen, das Recht und das Gesetz zu ändern. Und meine Frage ist dahingehend, also ich komme aus der Richtung Bürgerbeteiligung, Mitwirkung, interessiert mich sehr. Welche Rechte und Gesetze wollen Sie denn am liebsten verändern und in welche Richtung? Und wo sehen Sie den größten Hebel, damit wir wirkungsmächtiger werden können? Das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Wir müssen eine Veranstaltungsreihe machen. Also wo wir denn also bei jeder Veranstaltung uns ein Gesetz oder ein Gesetzeskomplex fordern. Natürlich muss unendlich viel, also nach meinen Maßstäben, also die müssen ja nicht die Meinung anderer sein, muss die anderen halt überzeugen, geändert werden. Also das betrifft fast alle Lebensbereiche, wo ich sagen würde, die kann man verbessern. Und man kann nur darüber diskutieren. Und deswegen sind natürlich Parteien auch wichtig, weil sie im Grunde genommen die Möglichkeit eröffnen, im Diskurs gemeinsame Standpunkte zu entwickeln und die dann auch wirkungsmächtig zu machen. Das Wahlsystem ist auch darauf ausgerichtet. Ich bin nur der Meinung, man braucht auch diese unabhängigen Geister. Also weil diese Gesellschaft ist darauf angewiesen, das zu haben. Wenn wir ein Wahlsystem beispielsweise hätten, wo die Hälfte der Abgeordneten im Deutschen Bundestag von den Parteien aufgestellt wird und die andere Hälfte sind unabhängig. Also da hätten wir eine ganz andere Dynamik. Also es gibt ganz einfache Vorschläge, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie man in diesem Bereich eigentlich das sichern kann, dass auch, also in der DDR-Verfassung, ich habe mal ein Referat gehalten über die DDR-Verfassung und das Grundgesetz. Da habe ich eine Bestimmung gefunden, die fand ich hochinteressant in diesem Kontext. Da stand nämlich drin, wer in der Volkskammer gewählt wurde, bekam nur das, was er vorher auch gehabt hatte. Es war Dienst in der Allgemeinheit, der hat keinen Vorteil, keinen Nachteil gehabt. Aber auch keinen Vorteil. Das führte natürlich dazu, dass die Leute, je nachdem, was sie vorher gemacht haben, unterschiedlich entlohnt wurden. Was ich fand ich in Ordnung, weil also der hat ja vorher auch nicht mehr bekommen. Und wenn das wirklich Dienst an der Allgemeinheit ist, ist das schlüssig. Man kann dann über Ausnahmefälle regeln, also wenn jemand vorher einen vernünftigen Job gehabt hat, wurde durch das Versagen seines Arbeitgebers arbeitslos, dann kann natürlich nicht Hartz IV die Grundlage sein. Nicht? Und natürlich muss es dann auch einen Grundsockel geben. Nicht? Aber es muss ein Anreiz da sein für diejenigen, die vorher mehr machen, muss auch oben das deckeln. Nicht? Also da, über dieses System kann man diskutieren. Aber im Grunde genommen muss es so sein, dass man keinen finanziellen und sonstigen Vorteil, aber auch keinen Nachteil erleidet. Nicht? Und ein solches System zu entwickeln, würde eine ganz andere politische Kultur, ein anderes Kulturverständnis für Politik hervorrufen. Ja,
Tausend Dank. Der Beifall war zwischendurch ja auch schon laut, aber er könnte noch mal lauter werden. Und ich hatte ja darüber gesprochen, dass die nächste Matinee am 25. Januar stattfindet. Ich hoffe, Frau Mlosch und wir als Payer kriegen das hin, einen interessanten Termin zu gestalten. Und ansonsten habe ich so den Eindruck, hätten wir mit Ihnen das dann danach folgende Jahresprogramm schon voll. Es sind so viele Themen angesprochen worden, die sich lohnen, wirklich auf diesem heutigen Niveau eben zu vertiefen. Ich fand das wunderbar. Tausend Dank, dass Sie so schnell Ja gesagt haben, völlig unkompliziert, ein Telefonat. Und wir waren uns einig, wir reden über die Begrifflichkeiten zum Rechtsstaat und Unrechtsstaat. Und das war ein Universitätskurs. Ich denke, das erste Semester haben wir, glaube ich, überstanden. Und wir setzen es fort. Zeit, dass alle bestanden haben. Ja, ja, also. Danke.